Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Bei der Aufklärung eines Falles, der mit einer Erfolgsbilanz begann, spielte dieser Scheck als Beweismittel eine wichtige Rolle. Guten Morgen. Guten Flug, mein Schatz. Danke. Hat Erna den Koffer gebracht, Karl? Jawohl, Herr Bechmer, schon verstaut. Dann kann's losgehen. Telefon, Herr Bechmer, Herr Dr. Grote. Ach du meine Güte, Onkel Werner. Ich war heute mit ihm zur Jagd verabredet. Tu mir doch den Gefallen, sprich du mit ihm, sag Nein, ihm, Nein, Andreas, das musst du selbst machen. Ich will mir von Onkel Werner nicht sagen lassen, wie vergesslich und unzuverlässig du bist. Das musst du selber machen. Na gut. Ja, Onkel Werner? Nach Paris, ja. In einer halben Stunde muss ich am Flughafen sein. Mein französischer Einkäufer holt mich in Orly ab und dann fahren wir gleich... Ja, aber ich habe es doch erst gestern am späten Abend erfahren, Onkel Werner. Da hast du schon längst tief geschlafen. Vor 12 Stunden hatte ich noch keine Ahnung, dass ich heute nach Paris fliegen würde. Nein, nur für einen Tag oder zwei. Ja. Ja, es geht um ein paar hunderttausend Mark und da habe ich eben vergessen, dir abzusagen. Tut mir leid, aber sowas ist doch vielleicht zu verstehen und zu entschuldigen. Nur wenn ich mich sehr bemühe, lieber Andreas. Ich habe auch Abschlüsse getätigt, sehr viele und sehr große. Aber ich habe mich niemals nachts von irgendeinem Angestellten oder einem Kontrahenten anrufen lassen. Und schon gar nicht bin ich dann angetanzt, wo es den Herrn gerade passte. Was, das waren andere Zeiten? Ja, allerdings. Aber glaube ja nicht, dass man uns das Geld nachgeschmissen hat. Wir mussten es uns sauer verdienen. Saurer jedenfalls als heutzutage. Darüber werden wir uns wohl nie einig, Onkel Werner. Aber im Moment geht es mir darum, dass du mir nicht böse bist, sonst krieg ich es noch mit deiner Nichte zu tun. Entschuldige bitte, aber ich muss jetzt Schluss machen. Wann kommst du zurück? Am Samstag. Wenn mir die Weekendler durchs Revier laufen, dann ergreife ich die Flucht. Ja, bitte sage Margot, dass ich euch am Sonntag zum Essen erwarte. Wenn mir das Jagdglück abholt ist, dann gibt es Grießbrei. Ja, also dann guten Flug. Ja, nein, keine Sorge. Weidmanns Dank. Wiedersehen. Na, war's schlimm? Er war relativ gnädig. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich brauche Sie nicht, Karl, ich fahre selbst. Jawohl, Herr Bechmer. Mir ist lieber, der Wagen steht am Flugplatz. Dann kann ich ankommen, wann ich will. Also, viel Erfolg. Danke. Ich weiß nicht, ob ich Zeit zum Telefonieren finde. Sie können jederzeit unangemeldet bei mir vorsprechen, mein Herr. Oh, wie schön. Ich werde es mir merken. Ciao. Ciao. Thank you.
Firma Beckmann Sekretariat? Ja. Ja, ich verstehe Sie ausgezeichnet, Herr Bechmer. Ja? Ich rufe vom Flughafen an. Ich muss nach Paris, drängend. Ich habe es jetzt gestern Abend sehr spät erfahren. Rufen Sie bitte sofort Herrn Linke an und sagen Sie ihm, dass ich plötzlich verreisen musste. Die Reise war leider nicht aufschiebbar, aber in 2-3 Tagen bin ich zurück und werde mich dann gleich bei ihm melden. Ja, und dann sagen Sie ihm noch, dass ich nach meiner Rückkehr selbstverständlich sofort alles bei ihm erledigen werde. Jawohl, Herr Bechmer. Ich rufe Herrn Linke gleich an. Ja. Auf Wiedersehen und guten Flug. Einmal Wasserburg, bitte. Einmal Wasserburg. Thank you.
Die Tatsache, dass Herr Bechmer Ihr Darlehen nicht zurückgezahlt hat, reicht für eine strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges nicht aus, Herr Link. Das weiß ich, Herr Inspektor. Ich bin ja nicht von vorgestern. Aber wenn ich Ihnen verrate, dass mir der feine Herr als Sicherheit ein Reifenlager überschrieben hat, in dem angeblich 4.000 nagelneue Autoreifen im Wert von 200.000 Mark liegen. Angeblich? Angeblich, ja. Sie haben ganz richtig gehört, Herr Inspektor. Und dass er mir eine Inventurliste präsentiert hat, in der alle diese Reifen nach Größe und Fabrikat spezifiziert sind und außerdem noch ein halbes Dutzend Lagerkarteikarten dazu, die mit dieser Inventurliste haargenau übereinstimmen, dass aber dann von den ganzen Reifen auch nicht ein einziger existiert? Wie steht denn dann die Sache? Ist es dann immer noch kein Betrug, Herr Inspektor? Ja, das ändert die Lage natürlich. Der Kerl hat mich nach Strich und Faden betrogen. Bechmer gilt doch als seriöser, wohlhabender Kaufmann, dachte ich. Ja, das ist ein gewaltiger Irrtum, Herr Inspektor. Sagen Sie, ist seine Frau nicht mit dem alten Dr. Grote verwandt? Ja, freilich. Damit hat er mich ja letzten Endes auch rumgekriegt. Das gebe ich ganz offen zu, Herr Inspektor. Das Pfand war gar nicht so wichtig für mich. Erst wie ich gemerkt habe, dass er nicht zahlen will, habe ich mich für die Reifen interessiert und habe festgestellt, dass alles erstunken und erlogen ist. Woher kennen Sie Bechmer? Ich habe vor ein paar Jahren eine Schneekettenfabrik dazugekauft und seitdem ist er einer unserer wichtigsten Abnehmer. Unsere Geschäfte sind auch immer ganz glatt gegangen, da hat es nie Differenzen gegeben. Aber trotzdem vielleicht doch nicht gleich 100.000 Mark. Ja, das war so, Herr Inspektor. Er ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass er ein unerhört preiswertes Grundstück kaufen könnte für eine neue Lagerhalle. Ach, die braucht er wohl für die Reifen. Wahrscheinlich für alles, was er verkauft. Reifen, Ketten, Batterien, Werkzeug, Scheinwerfer, was weiß ich noch alles. Das Zeug braucht ja alles viel Platz. Er konnte günstig ein geeignetes Grundstück erwerben, sagte er. Ja, auf dem er dann später bauen wollte. Aber zunächst einmal müsste er die 100.000 Mark als Anzahlung hinblättern. Und weil ihn gerade ein paar größere Kunden hätten hängen lassen, sowas ist ja nichts Außergewöhnliches in der heutigen Zeit, deswegen wäre er gerade ein bisschen in der Klemme und ob ich ihm nicht die Summe für 4 Wochen vorstrecken könnte. Ich meine, wir haben ja normalerweise das 3- und 4-fache an Umsatz miteinander gemacht im Jahr. Da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht gut Nein sagen, sonst geht er vielleicht in Zukunft zur Konkurrenz. Weshalb ging er nicht zu seinem millionenschweren Onkel? Hat er ihn das verraten, Herr Linke? Ja, er hat mir erzählt, dass er mit dem nicht allzu gut steht. Ach. Privat schon, aber geschäftlich hat er gemeint, sein Onkel wäre halt sehr konservativ in geschäftlichen Dingen und er wäre mehr für eine dynamische, für eine expansive Unternehmensführung. Dynamisch und expansiv, sieh mal an. Und da könnte er seinem Onkel bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage nicht gut mit Geldwünschen für neue Investitionen kommen. Das klingt ja alles recht glaubwürdig. Das habe ich ja auch gesagt. Und da haben Sie ihm das Geld eben gegeben? Ja, freilich. Und nach 4 Wochen, da zahlte er nicht zurück. Ja, genau so war es, Herr Inspektor. Zuerst hat er 14 Tage lang immer rumgedrückt und hat sich verleugnen lassen und so. Gestern hat er dann endlich angerufen und hat mich für abends zum Essen eingeladen. Ins Palais. Immer vornehm. Bei der Gelegenheit hat er dann versucht, das Darlehen zu verlängern. Wussten Sie das schon, dass er nicht existente Sicherheiten übereignet hat? Ja, das habe ich kurz vorher rausgebracht. Aber ich habe ja gehofft, dass er zahlen wird gestern Abend. Erst wie ich gemerkt habe, was los ist, habe ich ihm eine letzte Frist gesetzt, bis heute in der Früh um 10 Uhr. Ohne den Darlehensschwindel zu erwähnen? Ja, freilich. Ich wollte ihm ja eine Chance geben. Schließlich ist er ja einer unserer besten Kunden. Heute früh hat mich dann seine Sekretärin angerufen und hat gesagt, er hätte dringend nach Paris fliegen müssen. In 2, 3 Tagen wäre er wieder zurück und dann hätte er sofort alles erledigen. Aber das zieht bei mir nicht mehr. Bei mir ist jetzt Feierabend. Ich habe mein Geld nicht auf der Straße gefunden. Und wer den Friedrich Linke reinlegen will, der muss dafür büßen. Meinetwegen können Sie ihn ruhig ein paar Jahre einsperren. Das ignoriert mich jetzt nicht mehr im Mindesten. Ich wüsste nur noch gerne Ihre Ansicht über die Bonität der Firma Bechmer. Sie kennen sich doch in der Branche aus. Glauben Sie, es handelt sich um eine momentane Verknappung der flüssigen Mittel, wie sie ja vorkommen kann, oder halten Sie es für möglich, dass die Sache ernst ist? Ja, natürlich ist die Sache ernst, Herr Inspektor. Sehr ernst sogar. Schauen Sie mal, der Bechmer hat mir doch eine Ware als Sicherheit übereignet, die überhaupt nicht existiert. Da hätte es ihm doch ganz besonders dran gelegen sein müssen, dass er das Darlehen rechtzeitig zurückzahlt. Zumindest bevor ich meinen Sicherheitsanspruch geltend mache. Aber das konnte er anscheinend nicht. Und da vermute ich eben, dass seine ganze Finanzlage faul ist. Und deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen, um Strafanzeige zu erstatten. Die Sicherheitsübereignung ist schriftlich erfolgt. Ja, selbstverständlich. Ich habe Ihnen den Wisch da mitgebracht. Hier. Bitte sehr. Nicht nur die Reifen existieren nicht, Herr Inspektor.
In der ganzen Föhrenbachstraße gibt es überhaupt keinen einzigen Lagerschuppen. Nummer 25 bis 27 ist ein unbebautes Gelände, auf dem ein alter Zigeunerwagen steht und sonst nichts. Wie ich das gewusst habe, habe ich sofort einen von meinen Leuten, unter falschem Namen natürlich, bei der Firma Bechner anrufen lassen, ob sie kurzfristig ein Sortiment von 1000 Reifen liefern könnten. Ja. Und da habe ich dann erfahren müssen, dass die im Moment nicht mehr als 80 Reifen auf Lager haben. Also gut, wir werden der Sache nachgehen. Ja, tun Sie das, Herr Inspektor. Um keinerlei Rücksichten, bitte. Wenn Sie noch Rückfragen haben, unter einer von diesen Nummern bin ich jederzeit zu erreichen. In Ordnung. Na, Ihre Anzeige durfte einigen Wirbel machen, Herr Linke. Tja, das ist mir jetzt vollkommen gleichgültig. Dr. Grothes Neffe, ein Betrüger? Das ist eine ganz hübsche Schlagzeile. Das gefällt mir immer noch besser, als wenn es heißen täte, dem Friedrich Linke haben es reingelegt und für dumm verkauft. Hallo Brieske, hier ist Bechmer. Ja, hier ist Brieske. Herr Bechmer, sprechen Sie aus Paris oder sind Sie schon angekommen? Soll ich Sie vom Flughafen abholen, Herr Bechmer? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich fahre jetzt sofort los. In einer halben Stunde treffen wir uns am Eingang vor dem Haus. Kommen Sie, wir haben keine Zeit. Wir beide brauchen uns ja nichts vorzumachen, Brieske. Linke hat nicht verlängert. Er hat nicht verlängert? Hat er einen Grund angegeben? Ich glaube, er weiß, dass ich ihn mit den übereigneten Reifen einen Bären aufgebunden habe. Sie glauben? Ja, gesagt hat er es nicht, aber gewusst hat er es. Es war ihm deutlich anzumerken. Er ist fast daran erstickt. Pervers von mir. Ich wollte ihn zwingen, es zu sagen, aber den Schneid hat er nicht der Feigling. Was nun? Ja, heute sollte er sein Geld zurückbekommen, war der letzte Termin. Sind Sie deshalb nach Paris geflogen? Blödsinn, ich war gar nicht in Paris. Ich wollte Schluss machen. Die ganze Sache kotzte mich an. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Aber dann habe ich mir es anders überlegt. Das war vernünftig. Darüber bin ich sehr glücklich. Wirklich, Brieske? Mir wurde klar, dass ich noch nicht all mein Pulver verschossen hatte. Wegen lumpigen 100.000. Nein, nein, nein. Das wäre doch idiotisch, wenn ich das nicht schaffen würde. Haben Sie aus London gehört? Nein. Eine endgültige Absage. Die Engländer wollen uns kein Stück mehr auf Kredit liefern. Es wäre ja auch grotesk, wenn mal was glatt ginge. Hat Müller bezahlt? Nein, aber das Geld ist erst zum 15. fällig. Außerdem haben wir uns die Zahlung von der Kreditbank vorfinanzieren lassen. Danke für die Belehrung, Brieske. Mein Gedächtnis ist noch ganz gut. Ich bin zwar pleite, aber nicht dämlich. Wir trinken ja gar nichts. Kommen Sie. Danke. Und wie soll es nur weitergehen? Jetzt setzen wir beide uns erstmal hin und schreiben eine prima Zwischenbilanz. Eine richtig schicke Bilanz, eine Erfolgsbilanz, versteht sich. Dass jedem das Herz überläuft, der sie liest, mit ein paar kleinen kosmetischen Anwendungen. Die Lieferung aus London zum Beispiel ist darin komplett bei uns eingegangen. Dass wir die Müller-Zahlung schon intus haben, wird nicht erwähnt. Wenn wir die einzelnen Positionen durchgehen, wird uns noch eine Menge einfallen. Wenn Sie wir sagen, meinen Sie mich? Na klar, Brieske. Das ist doch Ihr Job. Sie sind hier im Hause der Buchhaltungschef. Dafür bezahle ich Sie. Schon seit Jahren. Fürstlich, stimmt's? Ich bin für die Richtigkeit der Bilanzen verantwortlich. Selbstverständlich. Das können Sie nicht von mir verlangen, Herr Bechmer. Aber wieso nicht? Ich finde, ich habe alles Recht, das von Ihnen zu verlangen. In letzter Zeit waren viele unserer Geschäfte nicht ganz lupenrein. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie nie dagegen protestiert. Weil Sie es verlangt haben. Befehlsnotstand, Brieske? Damit kommen Sie bei mir nicht weit. Ich will Ihnen sagen, warum Sie mitgemacht haben. Weil ich Ihnen doppelt so viel zahle, wie Sie wert sind. Weil ich Sie angestellt habe, obwohl Sie einschlägig vorbestraft sind. Weil ich menschlich zu Ihnen war, als Sie als gescheitertes Wrack aus dem Knast kamen. Lieber Brieske. Wozu brauchen Sie die Bilanz? Ja, wozu wohl? Zum Geldborgen natürlich. Ja, ja, natürlich. Wäre es nicht vielleicht diesmal das Richtige, zu Dr. Grothe zu gehen? Ach, Sie sind wohl verrückt, Brieske.
Ist doch stadtbekannt, dass meine Frau und ich den alten Geizkragen beerben werden, wenn er dereinst das Zeitliche segnet, um in den Himmel aller ehrlichen Kaufleute einzugehen. Darauf beruht ein großer Teil meines Kredits. Ja, aber das eine hat doch nicht... Wenn der Alte auch nur einen Schimmer davon hätte, mit was für Geschäften Sie und ich uns in letzter Zeit über Wasser halten, dann wird sich öffentlich von mir lossagen. Das glaube ich auch. Und dann sind wir uns also einig. Jetzt sind wir Arbeit, Breeske. Wir haben keine Zeit, endlos über Familienangelegenheiten zu quatschen. Am besten, Sie arbeiten hier in meinem Zimmer. Polizeistunde. Haben Sie eine eigene Wohnung? Ja, warum? Das stimmt so. Danke. Würden Sie einen Mann, der fremd in der Stadt ist, für eine Nacht aufnehmen? Ich habe eine Wohnung und kein Hotel. Ich bin müde und alle Hotels sind besetzt. Was Sie nicht sagen. Ich finde, 100 Mark für eine Übernachtung ist doch gut bezahlt. Oder nicht? Was ist eigentlich los mit Ihnen? Werden Sie von der Polizei gesucht? Sehe ich so aus. Die Sache mit den Hotels, die glaube ich Ihnen nicht. Na, das können Sie halten, wie Sie wollen. Wie heißen Sie eigentlich? Müller. Fritz Müller. Nicht sehr originell. Und wo wohnen Sie? In Augsburg. Ich heiße Anja. Warte einen Augenblick, ich hole nur schnell meinen Mantel, dann können wir gehen. Wo schlafen Sie? Hier. Da schlafe ich. Ich auch. Eines möchte ich klarstellen. Ich habe keinerlei amoröse Absichten, falls Sie irgendwas in dieser Hinsicht vermuten. Ich will hier übernachten, weiter nichts. Ich tue dir bestimmt nichts an. Und wenn es dir lieber ist, sage ich wieder Sie zu dir. Es ist mir lieber. Sie schlafen hier. Wie komme ich denn dazu? Für 100 Mark habe ich Anspruch auf das Bett. Haben Sie kein Telefon? Vielleicht drehen Sie sich mal um. Wie weit sind Sie? Vertrödeln Sie keine Zeit, Sie müssen morgen früh fertig sein. Ja gut, wir telefonieren noch. Wecken Sie mich um 8 Uhr, bitte. Pünktlich. Sind Sie verrückt geworden? Da schlafe ich doch noch fest. Dann stellen Sie den Wecker. Mit Ihnen möchte ich aber nicht verheiratet sein. Und zum Frühstück Kaffee, Butter, Marmelade und ein weich gekochtes Ei. Ich bedauere. Frühstück ist im Zimmerpreis nicht eingeschlossen. Und das dürfen Sie extra berechnen. Reichen 20 Mark? Ich glaube schon. Gute Nacht. Das Ei 3,5 Minuten. Oh, jawohl, Herr Generaldirektor. Ja, guten Morgen, Herr Breeske. Morgen. Nein, hier bleibt alles, wie es ist. Ja, aber ich muss doch nicht... Raus, ich hab zu tun, verschwinden Sie. Bitte. Ja, hallo? Ja? Ja, etwa in einer halben Stunde. Ich gehe inzwischen zum Friseur. Wir treffen uns dann sagen wir, 9.30 Uhr an meinem Wagen in der Operngarage Block 4.
Briske. Was machen denn Sie hier? Der Chef brauchte dringend eine bestimmte Aufstellung. Guten Morgen, Herr Bechmann. Sie sehen aber scheußlich aus. Hat meine Hupe Sie so erschreckt? Vielleicht bin ich übernächtigt. Ich habe kein Auge zugetan. Aber Sie haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Sowas befriedigt den Menschen. Darf ich Ihnen noch schnell die Aufstellung erklären? Nein, nein, ich finde mich schon durch. Geben Sie mir die Aktenmappe, Sie bekommen sie dann später wieder. Oh, das ist aber eine schicke Mappe. Ein Geschenk von Ihnen. Das sieht man. Also, wie gesagt, nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn man mal eine Nacht durchmacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Gratuliere, Herr Bechmann. Ihre Firma ist erstklassigen Schuss. Heutzutage ist so etwas ja leider nicht mehr selbstverständlich. Ich sage immer, es kommt nur auf die leitende Persönlichkeit an. Wenn die in Ordnung ist, gibt es einfach keine Schwierigkeiten. Ja, da mögen Sie recht haben. Sie brauchen 150.000, sagten Sie? Korrekt. Na, bei der Zwischenbilanz ist gegen ein Darlehen in dieser Größenordnung wohl nichts einzuwenden. Auf wie lange? Na, ich dachte so an 6 Monate. In Ordnung. Herr Posner, Sie sind vielleicht so freundlich und veranlassen schon mal das Ausschreiben der notwendigen Formulare. Gern. Wann kann ich über das Geld verfügen? Naja, ich würde sagen, so in 2 bis 3 Wochen. Was denn? In 2 bis 3 Wochen? Warum dann erst so spät? Ich brauche das Geld jetzt und nicht in 3 Wochen, meine Herren. 150.000 Mark sind keine kleine Summe, Herr Bechmann. Bei Beträgen dieser Größenordnung müssen wir die uns eingereichten Unterlagen durch eine Treuhandgesellschaft überprüfen lassen. Naja, bei Ihnen ist das eine reine Formsache, aber der Prüfer dürfte leider nicht eher... In 3 Wochen? In 3 Wochen erwarte ich sowieso einen größeren Zugang, dann bin ich aus der momentanen Verknappung raus. Gerade auf die kurzfristige Überbrückung kommt es mir an. Ich könnte mit dem Geschäftsführer der Treuhand sprechen. Vielleicht lässt sich die Prozedur um einige Tage beschleunigen. Das nützt mir gar nichts. Wenn ich das Geld nicht heute oder morgen haben kann, verzichte ich auf Ihre Hilfe, meine Herren. Tja, es wird uns leid tun, Herr Bechmann, aber wir sind durch Vorschriften gebunden, die nun einmal nicht zu umgehen sind. Ich muss gestehen, dass ich hier vorgehen als, ich bemühe mich höflich zu sein, weitgehend pedantisch empfinde angesichts der Tatsache, dass wir jahrelang zum gegenseitigen Nutzen gut miteinander gearbeitet haben. In schweren Zeiten braucht unsere Wirtschaft Flexibilität, Fantasie und eine unorthodoxe Initiative. Ich werde mir meinen Kredit dort beschaffen, wo man diese Eigenschaften besitzt. Guten Tag, meine Herren. Danke. Habe ich mich einigermaßen klar ausgedrückt? Völlig. Ganz klar. Und? Es tut mir leid, aber es geht nicht. Erstens überschätzt du mich. Und dann? Ich bin im Augenblick einfach etwas knapp. Eine momentane Flaute, wie sie vorkommen kann. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Ich sagte bereits, es geht nicht. Meine flüssigen Mittel, die übrigens längst nicht so groß sind, wie du anzunehmen scheinst, sind alle disponiert. Ich kann unmöglich meinem Betrieb jedes Bargeld entnehmen. Aber Dispositionen kann man doch ändern, Eberhard. Ich habe nicht die Absicht. Zum Teufel, du weißt doch, dass ich dir für lumpige 100.000 Mark gut bin. Außerdem weiß jeder in der Stadt, dass ich über kurz oder lang ein paar Millionen erben werde. Nicht du, deine Frau. Ich habe dich bisher immer für meinen Freund gehalten, der mir bei einer, na sagen wir, vorübergehenden Schwulität hilfreich unter die Arme greift. Vielleicht hast du dich geirrt. Soll das heißen, dass du nicht mein Freund bist? Auf alle Fälle soll das heißen, dass ich mit deiner Art zu leben und Geschäfte zu machen nicht einverstanden bin. Ich habe auch keine Lust, sie mit meinem Geld zu finanzieren. Es klingt wie Onkel Werner. Das freut mich. Der alte Dr. Grote hat meine allergrößte Hochachtung. Ich meine auch. Aber er gehört doch zu einer anderen Generation. Gibt es überhaupt keine Vergleiche oder Parallelen? Damals bemühte man sich im Geschäftsleben, nobel und fair zu sein. Jeder ein königlicher Kaufmann. Aber heute geht es dazu wie bei einem Kannibal. Da hätten Sie den Feind, Herrn Dr. Grote, gefrühstückt, ehe aus dem Bett aufgestanden wäre. Ich bin anderer Meinung. Tja, ich höre es mit Erstaunen, lieber Eberhard. Aber streiten wir uns jetzt doch nicht über Grote. Also, was ist? Ich habe nichts weiter zu sagen, Andreas. Es geht nicht. Ist das dein letztes Wort? Ja. Und das sollte dir langsam klar sein. Die Rechnung, bitte. Sofort, Herr Bechmann. Würdest du mir ganz offen eine Frage beantworten? Nämlich? Was hast du eigentlich gegen mich?
Darüber möchte ich lieber nicht sprechen, Andreas. Aber du musst doch Gründe haben, sonst würdest du nie so reagieren nach all den Jahren, die wir uns kennen und gut miteinander ausgekommen sind. Sicherlich gibt es Gründe. Und die wären? Wenn du darauf bestehst, werde ich dir ein paar nennen. Ein Augenblick, bitte. So, und das ist für Sie. Vielen Dank. Dass du dem Ober eben 20 Mark Trinkgeld gegeben hast, zum Beispiel. Was? Ich verstehe dich nicht. Du wolltest doch wissen, was ich gegen dich habe. Dass du dem Ober eben 20 Mark gegeben hast, zum Beispiel. Ja, warum denn nicht? Du hast doch prima bedient. Und wann immer ich anrufe, bekomme ich den Tisch, den ich haben will. Ein Mensch, der 20 Mark Trinkgeld gibt, der sollte sich keine 100.000 Mark leihen müssen. Und wenn er sie sich doch leihen muss, sollte er etwas sparsamer sein. Aber das verstehst du vermutlich nicht. Also, offen gestanden, nein. Da muss ich es dir deutlicher sagen. Einem Freund, der ohne Verschulden in Schwierigkeiten geraten ist, dem würde ich jederzeit helfen. Ja, das ist es ja. Darum handelt es sich doch, Eberhard, um nichts anderes. Nein, darum handelt es sich nicht. Sondern? Ich habe keine Lust und fühle auch keinerlei Verpflichtung dazu, deine zahlreichen Hobbys mitzufinanzieren. Die diversen Autos, das geheizte Superschwimmbad, deine Häuser in St. Moritz und Cannes, deine Motorjacht und deine Großmannszucht den Kellnern gegenüber. Und schon gar nicht dein Bestreben, immer den Tisch zu bekommen, den du willst. Ich wünsche dir alles Gute, Andreas. Befreie mich bitte von deiner Gegenwart. Ich befinde mich in einer außerordentlich peinlichen Situation, sozusagen, Herr Inspektor. Schon wieder? Haben Sie noch mehr Geld gegen falsche Sicherheiten verborgt, Herr Linke? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Herr Bechmer hat sein Darlehen zurückbezahlt. Donnerwetter. Die ganze Summe? Ja, ja, 100.000 Mark auf Heller und Pfennig und die vereinbarten Zinsen. Das nennen Sie peinlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich würde es als unerwarteten Glücksfall bezeichnen, nach dem, was Sie über die Geschäftsmethoden dieses Herrn erfahren mussten. Das Peinliche dran ist, Herr Inspektor, dass ich zu voreilig zu Ihnen gekommen bin. Bei der veränderten Sachlage kann ich doch jetzt gegen Herrn Bechmer nichts mehr unternehmen. Bechmer hat Ihnen nicht existente Sicherheiten übereignet, Herr Linke. Das ist Betrug. Ob er inzwischen nun gezahlt hat oder nicht, das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ich glaube, ich muss mich da korrigieren, Herr Inspektor. Angesichts der neuen Entwicklung möchte ich nichts mehr gegen Herrn Bechmer unternehmen. Ich habe jetzt mein Geld und damit ist die Angelegenheit für mich erledigt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Herr Bechmer und ich, dass wir alte Geschäftspartner sind. Ich möchte nicht, dass er meinetwegen mit dem Gericht zu tun kriegt. Das ist eine Rolle, die dem Friedrich Linke einfach nicht liegt, Herr Inspektor. Das hätten Sie sich überlegen sollen, ehe Sie zu mir gekommen sind. Ja, ja, das stimmt, das hätte ich tun sollen. Aber ich bitte ja jetzt auch um Entschuldigung, dass ich so quasi blinden Alarm geschlagen habe. Viel Lärm um nichts, sozusagen. Im Sinne des Gesetzes kann von blindem Alarm keine Rede sein, Herr Linke. Der Tatbestand des Betruges ist gegeben und bleibt nach wie vor bestehen, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Aber lieber Herr Inspektor, so verstehen Sie mich doch. Ich bin natürlich zu voreilig zum Kadi gelaufen, das gebe ich ja offen zu, aber daraus können Sie mir doch jetzt keinen Strick drehen. Niemand dreht Ihnen einen Strick, Herr Linke. Doch, das tun Sie, Herr Inspektor, wenn Sie jetzt meine Anzeige nicht vergessen. Ich komme ja in Teufelsküche, ausgerechnet Herr Bechmer, einer unserer besten und größten Kunden. Ja, das letzte Mal sagten Sie, dass er Sie nach Strich und Faden betrogen habe. Das hat sich eben als Irrtum herausgestellt. Ich hab doch jetzt mein Geld. Und wenn Sie Ihr Geld haben, dann lassen Sie 5 gerade sein, Herr Linke. Verstehe ich Sie richtig? Bitte. Ihre Anzeige liegt bereits beim Staatsanwalt. Er hat zu entscheiden, was weiter geschieht. Ich habe keinerlei Einfluss darauf. Entsetzlich. Sehen Sie sich das bitte mal an, Herr Schmidt. Hier, dieser Scheck zugunsten Linke und Co. stammt aus dem Scheckheft, das Herr Dr. Korotias verloren gemeldet hat und dessen Nummern gesperrt sind. Tatsächlich. Kommen Sie, das müssen wir sofort Herrn Breu melden. Hier
ist ein Scheck aus dem verlorenen Scheckheft von Dr. Grote. Die Kontokarte. Ja, hier Breu, Bankhaus Flanders und Co. Ich hätte gerne Dr. Grote gesprochen. Ach, wann ist er denn weggefahren? Am Dienstag. Demnach ist er am 20. gar nicht mehr in der Stadt gewesen. Der 20. war gestern, Donnerstag. Aha. Sind Sie ganz sicher? Ja, danke. Entschuldigen Sie die Störung. Ach, einen Augenblick noch. Wissen Sie zufällig etwas darüber, dass Dr. Grote ein Scheckheft vermisst? Ja, ja, ganz richtig. Hat sich dieses Scheckheft inzwischen vielleicht wieder angefunden? Danke, danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Auf Wiederhören. Dr. Groth ist seit 3 Tagen auf seiner Jagdhütte. Die Haushälterin versichert, er hätte das Scheckheft nicht wiedergefunden. Vielleicht war es auf der Hütte und er hat den Scheck dort ausgestellt. Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Dr. Groth ist geradezu pedantisch korrekt. Er hat uns den Verlust gemeldet und er hätte uns auch sofort benachrichtigt, wenn das Scheckheft wieder aufgetaucht wäre. Und auf gar keinen Fall hätte er einen gesperrten Scheck aus der Hand gegeben. Nein, nein, da stimmt was nicht. Rufen Sie die Kriminalpolizei an, das Wirtschaftsdezernat. Fragen Sie nach Inspektor Dietl. Wenn Sie ihn haben, dann sagen Sie mich binnen 10 Minuten bei ihm. Ja. Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht gewartet, bis Dr. Grote wieder in der Stadt ist. Aber bei der Höhe des Betrages. Außerdem ist Dr. Grote einer unserer ältesten und angesehensten Kunden. Es wäre mir natürlich sehr peinlich, wenn durch ein Versäumnis unsererseits eventuell die Aufklärung eines Verbrechens erschwert werden würde. Kennen Sie die Firma Linke? Nein, leider nicht. Linke ist nicht unser Kunde. Er ist Kunde beim Süddeutschen Bankverein, wo der Scheck zur Gutschrift eingereicht wurde. Sie vermuten, dass der Scheck gefälscht ist? Ja, wie die Dinge liegen, ich fürchte schon. Haben Sie mir Grotes Unterschrift mitgebracht? Ja, natürlich, ist sie. Fein, dann kann unser Sachverständiger ja sofort vergleichen. Bitte. Danke. Tja, die Unterschrift auf dem Scheck ist gefälscht. Und zwar nicht einmal sehr gut. Irrtum ausgeschlossen? Ich würde sagen, ja. Die Diskrepanzen sind ins Auge springend. Ich sehe mindestens 3 einschneidende Abweichungen vom Original. Danke. Ja, ich werde die Sache noch näher untersuchen und schicke Ihnen dann ein ausführliches Gutachten rüber. Kennen Sie diesen Scheck, Herr Linke? Ja, klar kenne ich den. Den habe ich doch erst gestern bei der Bank eingezahlt. Ich weiß. Ja, wie kommen Sie denn zu dem Scheck, Herr Inspektor? Machen Sie mir keine Angst, ist irgendwas nicht in Ordnung damit. Das wird sich noch herausstellen. Mit diesem Scheck hat Herr Bechmer vermutlich bei Ihnen seine Schulden gezahlt, stimmt's? Ja, genau. Hat er Ihnen irgendeine Erklärung gegeben, warum er Ihnen ausgerechnet einen Scheck seines Onkels brachte? Ja, ich habe ihn natürlich gefragt. Und er hat mir gesagt, Grote hätte ihm aus einer momentanen Geldverlegenheit geholfen. Er hätte es zwar widerwillig getan, der alte Herr, aber wie es dann hart auf hart gegangen sei, hätte er doch gezahlt. Weil sonst womöglich die Firma seines Neffen in Schwierigkeiten gekommen wäre. Wann soll diese Unterredung zwischen Bechmann und dem Onkel stattgefunden haben? Wissen Sie das zufällig? Das weiß ich sogar ganz genau. Gestern. Gestern war Donnerstag. Ja. Bechmann ist direkt von Grote zu mir gekommen. Er hat sogar noch einen Witz gemacht und hat gesagt, wenn die Unterschrift nicht mit Kugelschreiber geschrieben wäre, dann wäre sie wahrscheinlich noch nass. Und wie viel Uhr war er bei Ihnen? Das war so gegen 3 Uhr. Gleich wie er weg war, bin ich dann zur Bank mit dem Scheck. Der hat mir ja richtig in den Fingern gebrannt. Und von der Bank aus bin ich sofort zu Ihnen, weil ich Ihnen sagen wollte, dass er bezahlt hat. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ich möchte Sie um einen Rat bitten. Ich habe einen Hund, der ist nun schon bald 16 Jahre alt. Er frisst nichts mehr, sieht und hört nichts mehr. Ich möchte seiner Qual gerne ein Ende bereiten. Ja, damit tun Sie ein gutes Werk. Ja, das denke ich auch. Nur, wie soll ich das anfangen? Ja, das Beste ist vielleicht, den Hund zu einem Veterinär zu geben, der weiß, wie es gemacht wird. Ja, 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 vielleicht, aber ich kann das Tier nicht einfach weggeben. Ich möchte es selber tun, damit ich auch ganz sicher bin, dass es auf humane Weise geschieht. Ja, wollen Sie ihn vergiften? Nein, ich möchte ihn erschießen. Haben Sie eine Pistole? Ein Jagdgewehr. Ja, dann erschießen Sie ihn. Das ist bestimmt ein humaner Tod. Ja, das denke ich auch. Nur möchte ich ihn gern vorher betäuben, damit er nicht merkt, dass ich das Gewehr auf ihn anlege. Sie verstehen. Mhm. Ja. Mit Äther, das wird ihn doch sehr schnell betäuben. Meinen Sie nicht?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Und jetzt möchten Sie den Äther bei mir kaufen. Sie haben es erraten, eine Flasche Äther und ein Paketwartung. Einen Moment, das werden wir gleich haben. Bitte. Sie sind bestimmt aus der Großstadt. Wieso kommen Sie darauf? Ja, die Leute hier auf dem Land, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Tieren. Die würden da nicht so viel Umstände machen. Ja, wenn alle wären wie Sie, dann wird die Welt bald nur mehr aus Vegetariern bestehen. Weil kein Mensch das Herz hätte, ein Tier zu töten. Ich lebe in Augsburg. Ach, sagen Sie, wozu braucht man diese Handschuhe? Ja, Gartenarbeit, Feldarbeit, Hausarbeit, die sind zu allem gut. Haben Sie recht. Die sind zu allem gut. Guten Morgen. So eine Gemeinheit, mich aufzuwecken. Ich bin auch todmüde. Ich habe mit Ihnen zu reden. Später. Nicht später jetzt. Außerdem ist es 2 Uhr mittags. Na und? Ein Mensch, der morgens um 6 nach Hause kommt, der hat ja wohl das Recht, bis mittags um 2 zu schlafen. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich noch hier? Ich dachte, wir hätten Abschied genommen fürs Leben. Sie dürfen mir einen Gefallen tun und sich bei der Gelegenheit wieder mal 100 Mark verdienen. Nochmal schlafe ich nicht auf der Couch. Das ist auch diesmal nicht erforderlich. Sondern? Seien Sie nicht so neugierig. Gehen Sie und ziehen Sie sich an. Wenn Sie ganz wach sind, erkläre ich Ihnen, um was es sich handelt. Inzwischen telefoniere ich mal. Meine Wohnung ist keine öffentliche Fernsprechzelle. Ja, da haben Sie recht. In einer öffentlichen Fernsprechzelle kostet das Gespräch 20 Pfennig, bei Ihnen 20 Mark. Aber nur das Ortsgespräch. Sie sind richtig. Ja, nun beeilen Sie sich. Ich gehe ja schon. Würden Sie mir bitte sagen, um was es sich handelt? Ich mache mir große Sorgen. Das tut mir leid, aber ich kann Ihnen vorerst keine weitere Auskunft geben. Wenn Sie nur 5 Minuten früher gekommen wären, da hat mein Mann gerade angerufen. Von wo? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, vom Büro. Darf ich erfahren, was er gesagt hat? Ich meine, vorausgesetzt natürlich, dass es sich nicht um streng persönliche Dinge handelt. Oh, nicht im geringsten. Er sagte, dass er nicht zum Abendessen nach Haus kommt und dass ich nicht auf ihn warten, sondern schlafen gehen soll, da es spät werden könnte. War das alles? Ja. Herr Inspektor, bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Was wollen Sie von meinem Mann? Das kann ich Ihnen nur selbst sagen, Frau Bechmer. Ist etwas passiert? Aber ich habe doch gerade noch mit ihm am Telefon gesprochen. Frau Bechmer, ich würde gerne wissen, wie Ihr Mann die letzten 3 Tage verbracht hat. Fangen wir mal mit dem Dienstag an. Wo war er da? Am Dienstag ist er nach Paris geflogen. Und wann kam er zurück? Am nächsten Tag, am Mittwoch. Er rief von der Stadt aus an und kam zur üblichen Zeit nach Haus, so gegen 6. Was hat er Ihnen von seiner Reise nach Paris erzählt? Nichts. Er war ein bisschen nervös, aber... Warum? Das weiß ich nicht. Geschäftlicher Ärger vermutlich. Ich habe im Verlauf meiner Ehe gelernt, ihn nicht nach Dingen zu fragen, die er nicht von selbst erzählt. Nach dem Abendessen hatte er noch zu tun und ich ging früh schlafen. Und gestern am Donnerstag, wo war er da? Gestern war ein Tag wie jeder andere. Er ging wie immer ins Büro und kam wie immer nach Haus. Bitte quälen Sie mich doch nicht und sagen Sie mir, um was es geht. Frau Bechmer, halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann am Dienstag oder vielleicht am Mittwoch Ihren Onkel, Herrn Dr. Grote, aufgesucht hat? Ach, dann handelt es sich also nicht um meinen Mann, sondern um meinen Onkel. Was ist mit ihm? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Frage beantworten würden. Entschuldigen Sie bitte, was haben Sie mich gefragt? War Ihr Mann am Dienstag oder vielleicht am Mittwoch bei Ihrem Onkel? Nein, das ist unmöglich. Das konnte er gar nicht. Warum nicht? Weil mein Onkel auf der Jagdhütte ist. Hätte er ja zu ihm fahren können. Nein, nein, er ist nicht rausgefahren. Wissen Sie das genau?
Ja, das hat er mir bestimmt erzählt. Ganz bestimmt. Alles in Ordnung? Ja, es ist voll getankt und die Papiere liegen im Handschuhfach. Payman, hier ist das Schmerzensgeld fürs frühe Aufstehen. Oh, danke. Wenn ich den Wagen nicht mehr brauche, stelle ich ihn hier vor die Tür und werfe den Schlüssel in den Briefkasten. In Ordnung? Ja. Und machen Sie mir keine Schande, der Mietvertrag läuft auf meinen Namen. Keine Sorge. Tut mir leid, Dietl. Ich erachte den Tatbestand nicht für so zwingend erwiesen, dass er einen Haftbefehl rechtfertigen könnte. Darf ich noch einmal rekapitulieren, Herr Staatsanwalt? Bechmer schuldet der Firma Linke 100.000 Mark. Dafür hat er ein nicht existierendes Warenlager als Sicherheit gegeben. Er kann nicht zahlen. Linke wird ungemütlich. Um einer drohenden Betrugsanzeige zu entgehen, fälscht Bechmer auf einem von ihm entwendeten Formular einen Scheck mit der Unterschrift seines reichen Onkels. Also mir scheint das ein klarer Tatbestand, Herr Doktor. Das klingt gut, Dietl, das kann ich nicht leugnen. Trotzdem gibt es ein paar gefährliche Lücken. Und die wären? Es wäre immerhin denkbar, dass Bechmer zu Grote gefahren ist und ihn um das Geld gebeten hat, ohne es seiner Frau zu erzählen. Gut, das ist denkbar, aber es wäre mehr als ungewöhnlich. Außerdem hat unser Experte die Unterschrift als Fälschung klassifiziert. Experten können sich irren. Aber gut, gehen wir einmal von Ihrer Annahme aus, dass der Scheck wirklich gefälscht ist. Wenn er nicht zufällig gesperrt gewesen wäre, wovon Bechmer nichts wusste, würde der Betrag ohne irgendwelche Anstände erstmal ausgezahlt worden sein. Nicht wahr? Ja. Da Bechmer kein Narr ist, musste er trotzdem damit rechnen, dass spätestens an dem Tag, an dem Grote die Bankabrechnung in Händen hält, alles rauskommt. Wie sollte die Sache dann weitergehen, Dietl? Was hat sich Bechmer gedacht? Vermutlich rechnete er damit, dass Grote, vor die vollendete Tatsache gestellt, keine Klage erheben wird, um die Familie nicht bloßzustellen. Genau das vermute ich auch. Und deshalb bin ich vorsichtig. Wir müssen die Möglichkeit einkalkulieren, dass Grote mit den besagten Tatsachen konfrontiert, kühlen Herzens behauptet, er habe den Scheck selbst ausgestellt. Und was machen wir dann? Es wird verdammt schwer sein, wenn nicht sogar unmöglich, ihm das Gegenteil zu beweisen. Solche Familien halten ja bekanntlich zusammen wie Pech und Schwefel. Aber was tut ein Bechmer, wenn er erfährt, dass es sich nicht mehr um eine Familienangelegenheit handelt, die im Familienkreis beigelegt werden kann, sondern dass die Kriminalpolizei alarmiert ist? Er wird kopfscheu und flieht. Meiner Ansicht nach besteht dringender Fluchtverdacht. Sollte er wirklich fliehen, so wäre das natürlich ein klares Eingeständnis seiner Schuld. Ein Geständnis, mit dem wir herzlich wenig anfangen könnten, weil Bechmer dann längst über alle Berge ist. Du lieber Himmel, Dietl, es handelt sich hier nicht um Hinz und Kunz, sondern um eine der angesehensten Familien der Stadt. Da müssen wir vorsichtig sein. Sonst sind wir nämlich die Reingefallenen. Da ich nicht annehme, dass Sie Bechmer anders behandeln wollen als Hinz und Kunz, können wir aber die Dinge nicht einfach laufen lassen und Daumen drehen. Natürlich nicht. Aber ich muss abwarten, bis uns Grote bestätigt, dass der Scheck wirklich gefälscht ist. Wenn er das tut, dann haben Sie grünes Licht. Dann kriegen Sie Ihren Haftbefehl. Wie weit ist es bis Miesbach? Ja, ich glaube, so 35 Kilometer. Und wo zweigen wir von der Autobahn ab? Da war er. In Miesbach müssen wir uns erkundigen. Grotes Haushälterin war außerstande, uns irgendeine vernünftige Erklärung zu geben, wo die Hütte liegt. Der Polizeiposten dort sollte Bescheid wissen. Na komm, Tell, komm schon. Komm. Na, hopp, hopp hinein. Komm.
kennen Sie Dr. Grote? Freilich, der hat seine Hütte hier schon seit 30 Jahren. Kennen Sie auch seinen Neffen, den Herrn Bechmer? Ja, der jagt manchmal mit dem alten Herrn. Die nächste biegen wir links ab. Aha. Wie lange haben wir noch? Oh, gute 10 Minuten. Da ist der Neffe, der Herr Bechmer. Ah, guten Tag, Herr Bechmer. Guten Tag. Mein Name ist Dietl, Inspektor Dietl vom Wirtschaftsdezernat der Kriminalpolizei. Ich hätte gern mal Ihren Onkel gesprochen. Tja, ich auch, aber er ist nicht hier. Haben Sie eine Ahnung, wo er ist? Nein, ich glaube, er muss in die Stadt zurückgefahren sein. Das Haus jedenfalls ist verschlossen. Dann kommen wir wohl zu spät. Wo haben Sie Ihren Wagen, Herr Bechmer? Im Tal. Können wir Sie mitnehmen? Nein, nein, danke. Ich habe so wenig Bewegung. Ich möchte ein bisschen zu Fuß gehen. Stell ihn! Lass ihn nicht entkommen! Stehen bleiben! Stehen bleiben oder ich schieße!
Natürlich lässt sich heute der Gedanke an neue Produkte, an neue Kunststoffe, wie im vorliegenden Fall, nur kultivieren, wenn man sich einen möglichst umfangreichen Überblick über die Bedeutung der technischen Vorausschau in der westlichen Welt verschafft. Ich denke da an die Zukunftsvision des Amerikaners Galbraith, der die moderne Familie beschreibt. Ich zitiere. Am Wochenende holt sie ihr lila, kitschrotes, automatisch geschaltetes, automatisch gebremstes, mit raffinierter Luftheizung und Kühlung ausgestattetes Auto aus der Garage, um einen Ausflug zu machen. Durch Orte mit schlecht gepflasterten und ungereinigten Straßen, verfallenen Häusern, scheußlichen Reklameschildern und Hochspannungs- und Telegrafenmasten, deren Leitungen man längst schon unter die Erde hätte verlegen müssen. In einer Landschaft, die man vor lauter Werbekunst einfach nicht mehr sieht. Am Ufer eines verdreckten Flusses genießen sie die köstlichen Konserven aus der transportablen Kühlbox. Auf einem Parkgelände, das für Volksgesundheit und öffentliche Moral eine Gefahr ist, übernachten sie, um sich kurz vor dem Einschlummern auf Luftmatratzen unter dem Dach eines Nylonzeltes, umgeben von dem Gestank faulender Abfälle, vage Gedanken über die seltsame Unterschiedlichkeit ihrer Genüsse zu machen. Dieses apokalyptische Bild hat sich mir eingeprägt, aber es ängstigt mich nicht. Man sollte vor der Zukunft keine Angst haben. Danke, danke. Ich sehe in Ihrem Applaus die Bestätigung, dass es mir in meinem Vortrag gelungen ist, komplizierte Verfahrensweisen zu erklären, dass ich dann eben aber auch zu Ihrer Heiterkeit beitragen durfte. Ich möchte Ihnen aber noch sagen, dass ich durch die Vorbereitungen zu diesem Vortrag selbst einen so guten Überblick gewonnen habe, dass ich mich eigentlich bei Ihnen bedanken muss. Ich möchte noch hinzufügen, dass unsere neuen Verfahrensweisen für die europäische Wehrwirtschaft von großer Bedeutung sind. Hitzebeständiger Kunststoff wird immer interessanter als Material für die moderne Waffentechnik. Wir konnten mit unseren Forschungsbeiträgen gewisse Lücken schließen, die uns vor Jahren von den Technikern benannt wurden. Darauf sind wir stolz. An dieser Stelle möchte ich dankbar die vielen unbekannten Helfer in den Laboratorien erwähnen, die in der Zeit des Forschens und Experimentierens durch ihren selbstlosen Einsatz die Produktion der neuen Kunststoffe erst ermöglichen. Unsere Ergebnisse verdanken wir der Zusammenarbeit und der Aufgeschlossenheit unserer Kollegen in Europa und in den Vereinigten Staaten, die uns beratend zur Seite standen, wenn es galt, unsere Ergebnisse wissenschaftlich zu überprüfen. 1 Million auf Nummernkonto. Ich bin autorisiert, Ihnen das zu sagen. Die Überweisung erfolgt wie üblich. Der Chef ist ja unverschämt großzügig diesmal. Oh, Ihre Provision wird entsprechend sein. Vergleichen wir noch mal Ihre Notizen. Also, er baut zurzeit ein Haus in Ottobrunn. Der Architekt hat die Bausumme sehr hoch angesetzt und unser Bekannter musste auf das Vermögen seiner Frau zurückgreifen. Ja? Das Vermögen der Frau besteht aus Anteilen am elterlichen Betrieb, einer Druckerei. Die Druckerei ist jedoch zurzeit in Schwierigkeiten und man denkt daran, den Bau des neuen Hauses auszusetzen. Ja? Ja. Halten Sie Koswig für geeignet? Er ist ein sehr guter Psychologe. Ich bin sicher, dass er bereits heute Kontakt aufnimmt. Ganz legal. Über unsere Firma. Das ist der Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Westdeutsche Großmessen. Auf den mittleren Seiten finden Sie das übliche Hintergrundmaterial. Wenn Koswig die Materie beherrscht, vernichten. Jens Bergeren. Eine amerikanische Gesellschaft? Nein, unsere Firma ist eine Schweizer Erfindung. Der Hauptgesellschafter lebt allerdings in Florida, daher der Name. Die Konkurrenz übersetzt Miami mit allen Mitteln. Wir haben Filialen in Deutschland und Österreich. Chemiewerbung ist unsere Spezialität. Ach ja? Entschuldigen Sie bitte. Ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken, Herr Doktor. Solche Vorträge sind meistens, Sie wissen es ja selbst, entweder langweilig oder von Selbstlob aufgeplustert. Ich habe mich nicht nur amüsiert, ich habe echt dazugelernt. Ich habe mich aber auch darum gekümmert. Darf ich Sie mit Herrn Koswig bekannt machen? Guten Tag. Guten Tag. Dr. Bucher?
Guten Tag. Guten Tag. Herr Dr. Jensberger, ich möchte Sie einmal interviewen. Meine Firma Miami Team gibt für eine südamerikanische Handelsorganisation eine sehr interessante Kundenzeitschrift heraus. Ja. Eine ganz unkonventionelle Aufmachung. Ich glaube, dass die von Ihnen entwickelten Kunststoffe nur in ihrer amüsanten Art richtig interpretiert werden können. Ich würde gerne eine Reportage bringen mit Fotos. Eine Reportage? So ganz ohne Pose. Vielleicht wäre es sogar an Ihrem Neubau möglich. Und vielleicht ist auch Ihre Frau Gemahlin mit dabei. Wissen Sie, diese privaten Persönlichkeitsreportagen sprechen die Kunden viel stärker an als die üblichen Fachartikel. Sie wollen mich als Aufhänger missbrauchen. Tja, die Menschen sind eben immer interessanter als ihre Erfindungen. Das stimmt. Ja, ich glaube, Herr Jensberger, um das Interview kommen Sie nicht herum. Tja, so wie ich meine Termine überschauen kann, Herr Kossig, werde ich Sie verständigen. Bitte. Aber es müsste bald sein. Die neue Ausgabe erscheint schon im nächsten Monat. Ja, ich werde versuchen, in den nächsten Tagen irgendetwas zu arrangieren. Ich kenne diese Zeitschrift. Wirklich ausgezeichnetes Image. War nicht in der letzten Ausgabe eine Reportage über den Erfinder dieser neuen Psychopharmaka drin? Wie heißt er doch gleich? O.F. Tarrin. Er lebt in Rochester. Richtig. Sehr interessant. Und seine Frau ist sehr hübsch. Sie werden von mir hören. Bestimmt, Herr Kosmich. Ne? Wie lange hält denn sowas? Wir haben es testen lassen. Da liegen gute Werte vor. Ich habe die Tabellen mitgebracht. Aber da mit einer Zigarette rankommt. Bitte, bitte, bitte. Da oder mit einem scharfen Gegenstand. Ja, die Tabellen sind natürlich vertraulich. Bitte. Die Werte werden noch besser. Ja. Also. Ich würde trotzdem erstmal Gutachten von Spezialgeschäften einholen, in den Großstädten, wie die Marktlage aussieht. Das wird 3 bis 4 Wochen dauern. Wir haben im Augenblick gerade eine sehr interessante Möbelverkaufswerbung in der Produktion. Ja, ich bin hier, weil ich weiß, Ihr Team macht sowas sorgfältig. Aber Zeit spielt keine Rolle. Danke, danke. Ja, haben Sie schon Vorschläge von Ihrer eigenen Werbeabteilung? Ja, ja, aber die sind, wie soll man sagen, etwas hausbacken, ohne Pfiff. Da habe ich was Fabelhaftes für Sie. Also passen Sie mal auf, können Sie sich vorstellen, ein Möbelträger, natürlich typische Berufskleidung, ist klar, nicht wahr? Auf einem Berggipfel. Dazu Text in der Textblase. Kinderleicht. Der Mann steht so, nicht wahr? Ganz locker. Ja, den Vorschlag hatte unsere Werbeabteilung auch schon. Ah ja? Ja, vielleicht sollte man exklusiv bleiben, auch in der Preisgestaltung. Ja, bestimmt. Natürlich, ich hab's. Snob Appeal. Schwarzes Samttapetenzimmer auf Konsolen. Exklusive Gegenstände des gehobenen Bedarfs. Museal drapiert. Und in der Mitte der Sessel. Glasklar, ein wertvolles Stück, ein Schmuckstück. Dazu Text, gestern und heute und morgen, Exklusivität besticht. Schrift, Antiqua, Offset, natürlich keine Preisangabe. Man kann das Ganze natürlich auch komisch machen. Aber dann wäre es mehr was für Twins und für die ist das wohl zu teuer. Für die Chemiemöbel habe ich 5 Klassehasen aufgetrieben. Die eine wird aus London eingeflogen, Eurasierin. Die andere kommt aus Brüssel, ganz ätherischer Typ. Die Bilder liegen beim Boss, lass sie dir zeigen. Wann geht der ins Atelier? In 3 Tagen. Dieser Finne arbeitet noch an den Möbeln. Astronautical Design. Wie war's bei dir? Hat geklappt. Wie wir es erwartet haben. Du bist spitze. Dann sag's ihm. Jetzt ist er beleidigt. Vor lauter Geheimnistuerei wird er noch mal ganz verrückt. Da bist du ja. Grüß dich. Grüß dich. Nun, hast du was bestellt? Nein, ich möchte nur eine Kleinigkeit. Kann ich die Karte haben? Dankeschön. Ich war auf der Bank. Na und? Negativ. Ach. Sie verlangen Sicherheit. Und eure Druckerei? Vater musste selbst Kredite aufnehmen. Er hat meine Anteile als Sicherheiten benannt. Mit meiner Einwilligung natürlich. Das hast du mir nie erzählt. Ach,
Willst du eine Suppe? Nein, keine Suppe. Ich hab's dir erzählt. Du hast nur wieder an etwas anderes gedacht. Dann werden wir unseren Neubau eben stilllegen, bis bessere Zeiten kommen. Wenn du meinst? Ja, das meine ich. Blamabel, meine ich. Für uns? Wir haben uns eben etwas übernommen. So was gibt's doch. Damit willst du doch sagen, ich habe mich übernommen. Nun sei doch lieb. Du, ein Journalist war da. Er will ein Interview mit uns machen. Mit uns? Mit dir? Nein, nein. Uns beide möchte er fotografieren für eine südamerikanische Zeitung. Im Neubau. Wäre doch sehr schön. Wann könnte er das machen? Oh, vielleicht am Wochenende. Ich habe noch nichts vor. Am Vormittag. Sehr schön. Gut. Möchtest du nicht doch etwas essen? Ach, bestell du doch irgendwas. Für dich springt eine ganze Menge dabei raus. Ein Grundstück in Kärnten ist gesichert. Wenn's klappt. 1 Million wird geboten. Auch Leute wie Jensberger wissen, was damit anzufangen. Nee. Ich halte ihn nicht für bestechlich. Hast du den Bericht über seine Frau gelesen? Tja. Sie spielt in der Gesellschaft eine große Rolle. Ja. Hauptsache, du bekommst Kontakt zu ihr und zu ihm. Der Chef hat keinen Zeitplan aufgestellt. Die Eurasien sieht ein bisschen anemisch aus, findest du nicht? Ist modern. In der nächsten halben Stunde bitte keine Gespräche durchstellen. Guter Renzig. Also pass mal auf, ich muss was mit dir besprechen. Wenn wir den Jensberger schaffen, und daran zweifle ich nicht, dann gehe ich in die Schweiz. Ich mache eine eigene Firma auf. Geldgeber sitzen in Genf, ganz seriöse Leute. Wir spezialisieren uns auf Investmentwerbung. Und du bekommst eine eigene Produktionsgruppe. Du steigst da aus? Ja. Wann? Das steht noch nicht fest, aber sagt dem Teschner nichts. Gut, kein Wort zu Teschner. Arbeiten wir weiter für den Chef? Wir werden lukrative Aufträge natürlich immer nebenbei erfüllen, wenn gut bezahlt wird. Ein kleiner Ortswechsel kann auch in dieser Hinsicht nur günstig sein. Sie sehen, wenn man nur Geduld hat, kommt man der Sache schon näher. Unser Vormann arbeitet gut. Vor 2 Jahren legte der Chef in Köln unter dem Namen István Kollás. Licht aus, bitte Bild. Hier fand der erste Kontakt statt. Unser Vormann observierte Kollás damals 4 Monate. Französische Kollegen gaben uns einen Hinweis. Die Aufnahme wurde unter den denkbar ungünstigsten Umständen vor dem Gespräch gemacht. Bitte die Ausschnittvergrößerung. Wir haben dieses und die folgenden Bilder ans Bundeskriminalamt geschickt. Kollás ist nicht bekannt. Die französischen Kollegen führen ihn in ihrer Fahndungskartei unter dem Namen Charles Gottwald. Er war in illegale Waffengeschäfte verwickelt. Bitte das nächste Bild. Dieses Bild wurde in Bad Orb gemacht. Der Chef nannte sich Heinrich Gornick. Hier wurde auch unser Vormann endgültig angeworben. Von da ab fungierte er als Mittelsperson zwischen dem Chef und den eigentlichen Ausführenden. Und wo lebt der Chef? Ja, seine Tarnung ist hervorragend. Unser Vormann wurde von ihm zu den Treffs immer nur telefonisch bestellt. Bis jetzt weiß man nicht, wo er lebt. Ich vermute, dass seine Auftragsfrequenz multilateral ist. Er arbeitet für den Osten, aber auch für Interessenten aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung. Bitte Bild. Diese Aufnahme wurde im vergangenen Herbst gemacht. Unser Vormann hatte bis dahin schon ungefähr 13.000 Mark an Honoraren verdient. Der Chef zahlt besser als unser Amt. Der Chef arbeitet heute hauptsächlich in Süddeutschland. In einer Werbefirma, die sich Miami Team nennt, sind der Geschäftsführer und 2 Mitarbeiter für ihn tätig. Im Augenblick geht es um die Herstellungsverfahren für einen hitzebeständigen Kunststoff, der für die Wehrtechnik von unschätzbarer Bedeutung ist. Bitte, Bild. Hier arbeitet die Firma Miami Team, die in der Branche sogar einen guten Ruf hat. Bitte, Licht. So, das waren also meine Ausführungen zu einem Wirtschaftsspionagefall, den wir in dieser raffinierten Form bisher noch nicht kannten. Der Fall wirft natürlich heikle Probleme auf. Schreiten wir bereits jetzt ein, verlieren wir heiße Spuren. Schreiten wir zu spät ein, wird man uns Vorwürfe machen.
Tief einatmen, Herr Specht, das tut gut. Waldluft. Lieben Sie auch die Natur? Ja. Ich könnte mich tagelang in den Wäldern rumtreiben. Aber leider, der Beruf. Wie steht's mit Jensberger? Übermorgen geht erst am Wochenende. Wir müssen einen Zeitplan aufstellen, sonst trödeln die Brüder. Sagen Sie Renzig Folgendes. Bis Ende nächster Woche brauche ich das Verfahren mit sämtlichen Unterlagen. Vollständig. Kann Renzig nicht liefern, drohen Sie ihm ruhig mit Sperrung der Honorare. Er will sich in wenigen Monaten selbstständig machen. Er braucht Geld. Das habe ich noch nicht gehört. Ich bin meistens etwas besser informiert. Sind Sie nervös? Ja, ich wusste nicht genau, ob es der Weg war, den Sie mir ansagten. Waldwege sehen immer gleich aus. Sie waren eben als Junge nicht bei den Pfadfindern. Also heizen Sie Renzig gehörig ein. Die Zentrale ist äußerst großzügig, Geld spielt keine Rolle. Dafür sollen sich die Herren revanchieren. Ich rufe Sie morgen Abend wieder an. Wenn Sie 2 Kilometer geradeaus gehen, kommen Sie an eine Waldwirtschaft. Da gibt's ein gutes Bier. Und genießen Sie die Waldluft. Das beruhigt die Nerven. Noch eine Aufnahme vorm Haus und dann hätten wir es. Stellen Sie sich bitte vor dieses Holzding hier. Hier? Ja. Nein, hier drüben. Ah, da drüben. Noch ein bisschen weiter. So ist gut. Danke. Ist das Haus noch mit drauf? Wunderbar. Du musst dich umdrehen. Mach doch die Jacke auf, das sieht legerer aus. Ist das so gut? Ich spreche mit meinem Mann, so ganz natürlich. Ist das so gut? Du musst mich anschauen, nicht Herrn Cosby. Sie machen es beide großartig. Bitte noch ein bisschen dichter zusammen. Einhaken? Ja. Ach, schön, dass wir Sonne haben. Schon geschehen. Noch einmal bitte. Schön, dass wir Sonne haben. Schön, dass wir Sonne haben. Danke. Wir bedanken uns bei Ihnen. Oh, oh! Vorsicht! Danke. Jetzt haben wir endlich ein paar Aufnahmen von unserem Bau, der nie fertig wird. Na, na, na. Wir werden es schon schaffen. Aber so ein Bau verschlingt natürlich die letzten Reserven. Und meine Frau hatte da auch ein paar extra Wünsche. Die dir alle sehr gefallen haben. Ich habe Ihnen ein kleines Jägerfrühstück vorbereitet. Wollen Sie? Ich muss nur noch schnell meine Tasche holen. Ja, ja. Kommen Sie. Oh, es wäre schön, wenn wir mit dem Wetter weiter Glück hätten. Hoffentlich werden die mit dem Dach fertig bis zum Wochenende. Pass auf. Ihre Blumen sind wirklich wundervoll. Der erste Frühlingsstrauß in diesem Jahr. Die ersten Blumen in diesem Hause überhaupt. Wenn das alles fertig ist, dann besuche ich Sie mal. Dann machen wir eine Reportage im Haus. Na, noch ist ein bisschen kalt hier. Die Sonne wärmt noch nicht richtig. Hier innen ist es auch noch ziemlich feucht. Vor 2 Wochen stand hier das Wasser noch knöcheltief. Na, nun sag doch gleich, dass dieses Zimmer ein künstlicher See war. Meine Frau übertreibt immer ein wenig. Ich hole uns was zum Aufwärmen. Meine Frau wäre eine gute, aber auch teure Innenarchitektin geworden. In ihrem Zimmer ist Leinen als Tapete vorgesehen, alles mit Kirschbaumholz abgesetzt. Die Möbel wurden von einem norwegischen Designer entworfen. Hier soll alles mit Palisander verkleidet werden. Da kommt schon einiges zusammen. Ja, ich verstehe. Das Haus schätze ich alles in allem auf, was sagen wir, 500.000? Ach nein, Herr Kuswig, damit kommen wir nicht hin. Das wird schon etwas teurer werden. Wissen Sie, Herr Doktor, Sie bringen Ihrem Konzern Millionen. Ohne Ihre Arbeit, ohne Ihre Erfindungsgabe, da gäbe es keinen Gewinn. Sie müssten doch eigentlich als kreativer Wissenschaftler die höchsten Bezüge haben. Aber entschuldigen Sie bitte, hierzulande werden die Wissenschaftler nur ausgenutzt. Und da wundert man sich über die Abwanderung in die Staaten. Diesen Chemiker aus Rochester, Sie erinnern sich, Herr Heimeshoff hatte die Reportage in unserer Zeitschrift gelesen, dem wurde von seiner Firma ein Haus gebaut, mitten in den Wald rein. Dieses Haus ist mindestens 1 Million Dollar wert. Aber das ist da drüben völlig selbstverständlich. Nur hier. Ich finde, man kann das nicht vergleichen.
In den Staaten denkt man eben großzügiger. Die Maßstäbe sind andere. Aber natürlich haben Sie nicht ganz Unrecht. Als Wissenschaftler haben Sie die Pflicht, Ihre Erkenntnisse allen Menschen zugänglich zu machen. Man erwartet es von Ihnen. Aber von Ihren Erfindungen sollte nicht nur eine anonyme Firma profitieren. Und Sie sollten sich um Geld keine Sorgen machen müssen. Das wäre natürlich schön, aber vielleicht denkt man auch bei uns in 20 Jahren anders. Herr Dr. Jensberger, ich bin bevollmächtigt, Ihnen ein Angebot zu machen. Ein faires Angebot, das man einem Wissenschaftler Ihres Formats einfach machen muss. Sie mir ein Angebot? Man bietet Ihnen 1 Million. Sofort zahlbar. Und meine Gegenleistung? Ihre Leistungen haben Sie längst erbracht, Herr Doktor. Herr Koswig, was steckt dahinter? Was wollen Sie von mir? Aber bitte, ich bin natürlich bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. So, meine Herren, jetzt gibt's was zu essen. Kommen Sie, Herr Koswig. Setzen Sie sich. Beim Enzian lässt sich's leichter diskutieren. Komm, mein Schatz, ich helfe dir. Dankeschön. Gnädige Frau, Ihr Gatte schlägt 1 Million aus. 1 Million? Das ist viel Geld. Für Ihren Gatten bestimmt nicht zu viel. 3 Millionen, 4, 5, das wäre angemessen. Seine Leistungen revolutionieren die Wirtschaft. Herr Koswig, kommen Sie zur Sache. Wenn Sie Ihre neuesten Erfindungen auch anderen Interessenten zugänglich machen würden, ich meine die Verfahrensweisen, dann wird man Ihnen 1 Million zahlen. Auf ein Nummernkonto in der Schweiz. Sofort. Ich bin bevollmächtigt... Herr Koswig, ich glaube, es ist besser, wir brechen das Gespräch ab. Ihr Bestechungsversuch ist eine Unverschämtheit. Verlassen Sie sofort mein Haus! Sofort! Gnädige Frau, Ihr Gatte missversteht mich. Ich habe Sie sehr gut verstanden. Aber ich werde entsprechend handeln. Sie sollten lieber nichts unternehmen. Meine Auftraggeber sind über einige Verfehlungen Ihres Sohnes informiert. Als Kassierer eines studentischen Sportclubs macht er Unterschlagungen und Sie haben die Anzeige verhindert. Raus! Herr Koswig, bitte gehen Sie. Es ist unglaublich. Die arbeiten mit allen Mitteln. Was schlagen Sie vor? Ich werde Renzig auffordern, Koswig zu entlassen. Und dann? Dann wird man weitersehen. Das Angebot war Koswigs Privatsache. Und Koswig? Wird verschwinden müssen. Freiwillig? Warum nicht? Wissen Sie, was ein Dilettant ist? Natürlich. Dann sollten Sie mir bessere Antworten geben. Sind Sie mit mir nicht mehr zufrieden? Sind Sie mit sich zufrieden? Es gibt Ereignisse, die man nicht einkalkulieren kann. Das wird in Ihrer Praxis auch schon vorgekommen sein. Bestimmt. Aber jetzt habe ich meine Erfahrungen. Und Sie haben Ihre Erfahrungen. Vielleicht sollten wir uns trennen. Vielleicht. Sie sind 52 Jahre alt, haben für verschiedene Gruppen gearbeitet, im Krieg, nach dem Krieg. Sie leben wie ein Kleinbürger. Sie sind müde, Herr Specht. Sie sollten sich mit Ihren Ersparnissen ein kleines Geschäft einrichten und Ihre Memoiren schreiben. Die kauft Ihnen jede Illustrierte. Mit Kusshand ab. Und Sie schreiben das Geleitwort zu meinem Buch? Nein, ich werde einen eigenen Verlag für die einschlägige Literatur aufmachen. Das bringt viel Geld. Ja, diese Elefanten. Sorgen Sie dafür, dass Renzig die Sache mit Koswig bereinigt. Wir werden die Angelegenheit Jensberger vergessen. Ich habe seit gestern Informationen, die uns einen Erfolg garantieren. Ich wünsche noch einen guten Tag. Wenn wir im nächsten Jahr einziehen sollten, vielleicht doch erst im übernächsten, dann müssten wir jetzt Entscheidungen treffen. Ich habe mir ausgerechnet, dass wir bereits Aufträge nur für die Inneneinrichtung im Wert von 150.000 Mark vergeben haben. Gibst du mir Feuer, bitte? Entschuldige. Abbestellen. Alles abbestellen. Wie du willst. Du trauerst diesem Koswig nach? Ich fand ihn nicht unsympathisch.
Aber ich verstehe dich nicht. Dein Mann ist ein Erpresser. Deswegen kann er mir doch sympathisch sein. Übrigens, stimmt das mit deinem Sohn? Ja, das stimmt. Schlimm. Ist ja nicht dein Sohn. Ich bin mit dir verheiratet, du hättest es mir sagen sollen. Ich wollte dich schonen. Dann schon auch diesen Kostwicht, der hat's doch nur gut gemeint. Hätte ich mich ihm ausliefern sollen? Du hättest bessere Fragen stellen sollen. Vielleicht hätte man einen legalen Weg gefunden. Aber nun ist es zu spät. Der Mann treibt Wirtschaftsspionage. Ist dir das immer noch nicht klar? Woher weißt du denn das so genau? Sollte man doch erst recherchieren. Ich werde ihn anzeigen. Gleich morgen. Der Mann ist kriminell. Komm, brauch nicht so viel. Du solltest dich hinlegen. Vergiss den Vorfall. Kostwig ist vielleicht ein Psychopath und mit Psychopathen sollte man Mitleid haben. Leg dich hin. Gut. Ich werde mir erstmal diesen Chef dieser Firma Miami-Team ansehen. Ja, tut das. Geh morgen bei Dr. Hausmann vorbei. Du musst auf dich aufpassen. Verdammt nochmal, wenn ihr mich nicht so intensiv bequatscht hättet, dann wäre das alles nicht passiert. Also was braucht eben Zeit? Du bist ein... Was bin ich? Ein arroganter Stümper. Dann habe ich ja genau deine Linie eingeschlagen. Also, was ist los? Bekomme ich die Risikoprämie oder nicht? Ach, so ist das also. Lass mich raus. Nein, du bleibst. Selbstverständlich bekommst du dein Geld, aber erst später. Du wirst verreisen ins Ausland, nach Südamerika. Sehr guter Auftrag. Aber erstmal bleibst du bei uns. Ist doch logisch. Wir sorgen dann die nächsten 3 Wochen für dich, damit du ganz in Ruhe über deine Fehler nachdenken kannst. Ist doch human, oder? Was habt ihr vor? Ich bin doch nicht blöd! Wollt ihr mich vielleicht... Nein, 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 das wollen wir nicht. Alles wird in Freundschaft geregelt. Alles. Du solltest mehr Vertrauen haben. Lasst mich raus, wenn ihr glaubt, dass ihr mich hier aufhalten könnt. Du fährst gleich mit uns. Deinen Eltern schickst du ein Telegramm und deinen Freunden ein paar handgeschriebene Zeilen. Du baust für uns in Südamerika eine neue Zweigstelle auf. Glänzender Job, kein Grund zur Aufregung. Komm. Na, Doktor, wie sieht's aus? Tja. Würden Sie bitte doch Platz nehmen? Okay. Oh, Schwester, danke. So schlimm ist es auch nicht. Also, wie sieht's aus, Doktor? 14 Tage sollten Sie schon bei uns bleiben. Also machen Sie mich nicht unglücklich. Das ist nicht zu viel, Herr Jensberger. Sie müssen was für sich tun. Es ist zwar kein Infarkt, aber ein letztes Warnzeichen. Schauen Sie, in 4 Wochen sollen Sie Ihre Vortragsreise beginnen. Da müssen Sie gesund sein. Na, und das sollten Sie sich bis dahin auch abgewöhnt haben. Ach, Doktor, kann ich mal mit meiner Frau sprechen? Aber natürlich. Moment. Bitte. Danke. Sie sollen mir einige Sachen bringen. Etwas zu lesen. Sagen Sie, Doktor, steht es wirklich so schlimm? Es hat sich etwas verschlechtert. Und außerdem, wir haben gerade ein Einzelzimmer frei. Südseite ganz ruhig. Es meldet sich niemand. Dann rufen wir später an. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal Ihr Zimmer. Es wird Ihnen bestimmt gefallen. Und in 14 Tagen, da sollen Sie mal sehen, wie Sie sich fühlen. Beachten Sie nur die Handschrift, diese ich-bezogenen Unterlängen. Als er das schrieb, war ja bestimmt nicht mehr klar. Nach Südamerika, wieder so eine fixe Idee von ihm. Er spricht nicht mal Spanisch. Nein, Kostwig ist krank und das... absurde Angebot, das er ihnen machte, existierte nur in seiner Einbildung. Ich fand ihn gar nicht unsympathisch. Wir mögen ihn alle gern. Ohne Ausnahme. Aber er sollte sich doch in fachärztliche Behandlung begeben. Und wo ist er jetzt? Weiß nicht, der Brief lag in seinem Büro. Aber er wird bestimmt wiederkommen.
Mein Mann hat sich so über das Angebot aufgeregt, er ließ sich heute früh gleich in die Klinik fahren. Das tut mir aber leid. Sehr leid, Frau Jensberger. Ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen war. Unser Gespräch hat mir sehr geholfen. Was folgt? Ja, wie gut, dass die Polizei nicht verständigt wurde. Das wären langwierige Prozeduren geworden. Der Kostlich hätte beweisen müssen, dass das alles nicht so gemeint war. Und naja, das hätte uns allen Zeit und Nerven gekostet. Uns allen. Tja. Tja. Und wie soll alles weitergehen? Ich weiß nicht. Glauben Sie, dass Sie noch sein Vertrauen besitzen? Manchmal habe ich das Gefühl, er lässt mich überwachen. In meinen Hotelzimmern fühle ich mich nicht mehr sicher. Könnten Sie sich vorstellen, dass er plötzlich verschwindet? Ja. Mir tut Dr. Jensberger leid. Seine Herzattacke hängt mit dieser Erpressung zusammen, bestimmt. 1 Million auf Nummernkonto. Tja. Ich glaube, er hat eine andere Möglichkeit, sich die Verfahrensweisen zu verschaffen. Die Miami-Leute interessieren ihn nicht mehr. Die Sache wird immer verwickelter. Ich würde Ihnen jetzt gerne helfen. Aber wenn wir jetzt amtlich einschreiten würden... Das würde alles zerschlagen. Wir kämen nie zu Beweisen. Ich bleibe in der Stadt für alle Fälle. Das beruhigt mich. Lass mich raus! Ich bin doch nicht verrückt! Lass mich raus! Was ist denn los mit euch? Macht auf! Nun mach doch endlich auf! Lass doch den Blödsinn! Warum sperrt er mich denn hier ein? Lass doch den Quatsch! Mach auf! Er gibt keine Ruhe! Teschner! Was soll ich machen? Mach auf! Mach doch auf! Ich hol die Polizei! Teschner, der muss da weg. Ich hab's gleich gesagt. Ich bin gegen 8 da. Den schaffen wir doch heute über die Grenze. Mit allen Mitteln. Komm bald! Du musst mit ihm sprechen, ich halte es nicht mehr aus. Vielleicht dir Geld. Teschner, gib mir eine Zigarette. Gib mir doch wenigstens eine Zigarette! Wir sind alle überzeugt, lieber Dr. Bucher, Sie werden unseren Dr. Jensberger in London in der nächsten Woche sehr würdig vertreten. Ich weiß nicht. Doch, die Herren dort halten viel von unserer Entwicklungsarbeit. Und ich glaube auch, unberufen. Sie werden da einige Abschlüsse anbahnen können mit den Neuseeländern. Ich hoffe es. Wissen Sie, Dr. Bucher, nein, bitte bleiben Sie sitzen. Wir haben lange überlegt, was wir Ihnen zur Verlobung schenken könnten. Und da hatte meine Frau einen sehr glücklichen Gedanken. Die jungen Leute, sagte sie, die haben immer ihren eigenen Geschmack. Was man auch schenkt, meistens ist es doch falsch. Ja, das war bei uns damals ganz genauso. Und da habe ich mir gedacht, so ein an sich wertloses Blatt Papier stellt doch immerhin einen gewissen Wert dar. Und im Namen der Direktion darf ich Ihnen diesen Wert überreichen. Das ist ein kleines Symbol für die Wertschätzung, die unsere Firma Ihnen entgegenbringt. Ich bedanke mich, Herr Dr. Nein, wir haben uns bei Ihnen zu bedanken. Bitte schön. Übrigens, Ihren Herrn Schwiegervater kenne ich von einigen Sitzungen in Genf. Die optischen Apparate, die er in seiner Fabrik herstellt, also ich muss schon sagen, ich habe seine Tatkraft immer bewundert. Er hat die Firma in erstaunlich kurzer Zeit aufgebaut. Sie bleiben aber doch hoffentlich der Chemie treu. Bestimmt. Ich habe ja nichts anderes gelernt. Bitte kommen. Taunus ruft Hunsrück. Hunsrück, bitte melden.
Und zurück sprechbereit. Und zurück sprechbereit. Methusalem wird Tarpan freigeben. Tarpan soll Luchs und Biber beißen. Im Stall keine Tiere mehr. Ende. Und zurück verstanden. Und zurück verstanden. Das habe ich mir fast gedacht. Das bedeutet, der Chef wird Coswig befreien, damit der in seiner Wut die Burschen vom Miami-Team verpfeift. Die schalten sie also ganz von selbst aus. Im Stall keine Tiere mehr. Das heißt, Methusalem, also der Chef, hat unserem Specht den Laufpass gegeben. Polizeipräsidium. Da war der Janis nicht so konzentriert. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Also ich lese Ettinger immer sehr gerne. Aber ich bitte Sie. Da ist mir doch der Brucker viel lieber. Er ist doch viel intelligenter. Der Ettinger, nein. Er sieht doch aus wie ein Aristokrat. Ja, zu viel. Sie haben recht, aber die Rollen. Ja, haben Sie gesehen? Sie sind doch nicht das alles gemerkt? Moment, die Ort wird dann alles ganz genau aufgeschrieben. Ja, ich musste das damals alles im Internat lernen. Richtig auswendig. Die ganzen Abkürzungen der englischen Ritterorden. 6 Orte gibt's da. GCB, Grand Cross of the Bath. GCMG, Grand Cross of St. Michael and St. George. KCB, Commander of the Bath. KCMG, Commander of St. Michael and St. George. Ja, aber ablesen, das geht. Also, KCVO. KCVO? Na? KCVO ist KCVO. Also, KCVO, was heißt das? KCVO, ich hab's. K wie keine, C wie Zitrone, V wie für und O wie Ordnung. Also, wenn du nach London kommst, dann musst du unbedingt deinen alten Freund von mir besuchen. Einen Mr. Karen Schmidt in Chelsea. Moment, Curlford Garden Number 9. Ja, das kann ich mir nie merken. Das schreibe ich dir auf. Der leitet dort eine erstklassige Pension. Viel billiger als diese Hotels, aber dafür mehr Service. Ganz individuell. Heidelberger Art, nicht? Und wieso Heidelberg? Ja, weil der Fritz Schmidt, der stammt aus Heidelberg. Ja, der heiratete so damals nach dem zweiten Semester eine Engländerin. Schon Dr. Bucher, Sie werden am Telefon verlangt. Ah, schon wieder ein Glückwunsch. Na, vielleicht kann ich dich nur vertreten. Stimmlich sind wir uns doch sehr ähnlich, oder? So findest du. Entschuldigt mich. Wo ist das? Hier bitte, Herr Doktor. Danke. Ja, Dr. Bucher? Herr Dr. Bucher? Wir sind im Besitz amtlich beglaubigter Unterlagen, die einwandfrei beweisen, dass Sie Ihren Doktortitel unberechtigt führen. Sie erinnern sich an Ihre letzten Tage in Greifswald. Sie brauchen keine Angst zu haben, Herr Doktor. Der Skandal lässt sich vermeiden. Hören Sie jetzt gut zu, was ich Ihnen sage. Hören Sie gut zu. Uns interessiert das Jensberger Verfahren der Versuchsreihe 2004. Sie wissen schon, was ich meine. Alle Unterlagen interessieren uns. Alle. Bitte hören Sie jetzt gut zu. Morgen auf der Landstraße zwischen Isen und Feldinning. Das ist eine Landstraße zweiter Ordnung. Um 13 Uhr. Haben Sie mich verstanden? Erwarten Sie ein Fahrzeug. Das Fahrzeug wird 20 Meter vor Ihnen anhalten. Der Fahrer wird Ihnen zurufen, in welcher Richtung liegt Süden. Antworten Sie daraufhin mit dreimal nördlich. Dreimal nördlich. Der Fahrer wird Sie dann zu sich heranwinken. Tragen Sie bei der Übergabe keine Handschuhe. Der Fahrer wird bewaffnet sein. Ihren eigenen Wagen parken Sie in Feldinning. Haben Sie mich verstanden? Das ist kein Spaß, Herr Dr. Bucher. Wir wollen Ihnen nur helfen. Antworten Sie bitte. Antworten Sie. Antworten Sie. Also, ich bin dann gleich zum Chef der Firma Miami-Team gegangen. Ich wollte es jetzt genau wissen. Das hätte ich auch getan.
Stier immer gleich bei den Hörnern packen. Und der Direktor. So sprich wie deine Mutter, bitte. Und der Direktor, oder was da war, der war sehr freundlich, sah gut aus, jung, dynamisch. Und der hat mir gesagt, dass dieser Kostfisch ein Fall für den Psychiater wäre. Diese ganze Erpressung, der Herzanfall meines Mannes war eine unmittelbare Folge davon, war also eine fixe Idee. Weiter nichts? Das hätte sich Ihr Gatte aber gleich denken können. 1 Million auf Nummernkonto, das konnte doch nur ein Witz sein. Na, aber ein ganz makabrer Witz. Das war aber ein langer Glückwunsch. Wer war's denn? Ein Freund aus Köln. Er las die Meldung im Wirtschaftsteil. Ah, das war mein Werk. Ich hab's dem Wirtschaftsredakteur beim letzten Interview noch schnell gesteckt. Na bitte, Öffentlichkeitsarbeit für die Firma. Alle sollen wissen, dass wir ganz unverschämt glücklich sind. Wolf, wir meinen es wirklich gut mit dir, bestimmt. Aber du musst weg. Die Jensberger kann mich getäuscht haben. Ich bleibe. Ja, ja, es war dumm von uns, zugegeben. Mit Gewalt kann man da nichts machen, aber wir sind eben alle nervös. Wenn die vom Verfassungsschutz hinter uns her sind, na dann Arme. Sie werden dich zuerst suchen. Mich können Sie ruhig befragen. Aber ihr habt schließlich eine interessantere Vergangenheit als ich. Das war ein ganz reizender Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wollen Sie zusammen tanzen, Frau Jensberger? Oh, entschuldigen Sie. Nee, Frau, ich müsste Ihren Mann in einer wichtigen Angelegenheit. Mein Mann? Ja, es ist leider dringend. Meinen Sie, ich könnte ihn morgen sprechen? Na, rufen Sie bei Dr. Hausmann an in der Bergklinik, wenn er es erlaubt. Danke. Deine Braut hat Kopfschmerzen. Weißt du was? Ich glaube, wir schicken die Damen nach Hause und feiern noch ein wenig unter uns nebenan. Gut, komm. Was soll denn das? Mensch, der Wagen brennt! Verdammte Scheiße. Holen Wassereimer. Kommen Sie, schnell. Ich bin der Chef. Hat alles geklappt. Wohin? Hinterausgang. Übers Feld zum Wagen. Aus. Hier. Kommen Sie, bevor die was merken. Gut, dass du es mir gesagt hast. Ja, so war's. Und dein ehemaliger Kamerad, der lebt noch. Das Studienrat in Frankfurt. Aha. Also, du warst damals in der Genesungskompanie in Greifswald, du warst im 9. Semester. Und dieser Kamerad, der kam beim letzten großen Schlamassel an die Promotionsurkunden. Ja, bei den Aufräumungsarbeiten im Rektorat. Naja, und dann auf der Flucht nach Westen, da habt ihr die einfach ausgefüllt. Ihr dacht, der Krieg ist verloren. Wir rechnen auch mit Gefangenschaft bei den Engländern oder Amerikanern. Ich dachte eben so, als Akademiker werden wir vielleicht besser behandelt. Die müssen doch die Industrie aufbauen, dazu braucht man Leute. Dachten wir eben. Ach, die Fälschung war übrigens recht plump. War ja ein halber Scherz. Ja, ja. Und dann? Ich kam nicht in Gefangenschaft. Ich
fand Arbeit in Uerdingen bei einem Chemiewerk. Die brauchten einen jungen Abteilungsleiter. Bei der Einstellung, da nannte ich mich eben Doktor. Das blieb dann so. Das stand auf den Versicherungspapieren, auf der Arbeitskarte. Alles ging dann ganz automatisch. Ja, ja, ich verstehe. Du hattest dich daran gewöhnt. Nun ja, das ist alles gar nicht schlimm. Ein Zeuge ist ja vorhanden. Jetzt müssen wir handeln. Du schläfst dich jetzt erst einmal... Nein, du schläfst nicht. Das ist schon zu spät. Um 7 oder um 8 gehst du zur Polizei. Ich rede mit Jens Berger. Wir müssen auf das Angebot eingehen. Jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorn. Wir sollten jetzt gleich aufs Präsidium gehen. Die Polizei muss sich ja vorbereiten. Ja, ja. Ja, ja, und du wirst durch eine Selbstanzeige ein Verfahren gegen dich einleiten. Selbstanzeige? Die Sache wird bereinigt. Gesetzlich. Und dann gibt es eine neue Zukunft. Kennen Sie die Gegend? Flüchtig. Ich bringe Sie zur nächsten Bahnstation. Sie können den Frühzug nehmen. Warum... Bitte, fragen Sie ruhig. Warum haben Sie mich da rausgeholt? Sie wären auch ohne mich freigekommen. Renzig und Teschner sind nicht so gefährlich. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Angst. Den beiden traue ich alles zu. Wissen Sie, was ich vorhatte? Nein. Ich hätte die beiden angezeigt. Die wären aufgeflogen, mit Sicherheit. Und jetzt? Jetzt habe ich Sie kennengelernt. Den Chef. Der Chef, das war immer so ein abstrakter Begriff. Machte sich gut. Kompliment, die Organisation war first class. Danke. Sie brauchen vermutlich Geld, Viel Geld. Ehrlich, ich werde ins Ausland gehen. Festhalten. Sie können sich morgen eine gute Summe verdienen. Ganz einfache Angelegenheit, nur ein bisschen Intelligenz und alles geht glatt. Fassen Sie in meine Manteltasche. Aufmachen. Soll ich das lesen? Natürlich. Das ist Ihr neuer Auftrag mit allen Details. Lesen, einprägen, Fragen stellen. Wir haben noch eine halbe Stunde. In welcher Richtung liegt Süden? Nördlich! 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 Halt! Halt! Halten Sie doch! Bleiben Sie hier! Bleiben Sie doch hier! Halten Sie doch an! Kennen wir uns nicht? Ja. Sie sind doch der Mann vom Meyer-Team. Ich wusste nicht, dass Sie es sind. Haben Sie mich gestern angerufen? Nein, nein, ich nicht. Ich soll nur die Unterlagen abholen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Nicht genau. Darum. Das ist für Sie. Ist die Polizei... Ja. Wir werden beobachtet. Jetzt? Jetzt müssen Sie richtig handeln. Sie haben keine andere Wahl. Was soll ich tun? Sie erledigen den Auftrag wie vorgesehen. Fahren Sie mit? Bis Deinerharting. An der Straßensperre werden wir erwartet und dann sehen wir weiter.
Sag Bescheid, dass er kommt. Der Wagen kommt, lass absperren. Der Wagen kommt. Herr Müller-Walsum? Ja. Dr. Bucher. Die Übergabe erfolgt beim Müllkraftwerk auf der Großbaustelle. Der Chef trägt einen Overall und einen Schutzhelm. Danke. Dann ist dir alles glatt gegangen. Herr Specht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fahren Sie nicht zu schnell. Würden Sie jetzt bitte weiterfahren? Hm? Also notieren Sie bitte, dass ich keinen gesetzlichen Haftgrund akzeptiere. Bei mir besteht weder Fluchtgefahr, noch habe ich vor, Beweismittel der Staatsanwaltschaft zu vernichten oder Personen zu beeinflussen, die zum eventuellen Zeugenkreis gehören könnten. Haben Sie das? Ja, da ist noch was. Ein Mittelsmann des sogenannten Chefs, der mir seit ungefähr 10 Monaten die Aufträge brachte und die Honorare auszahlte, der nannte sich Specht. Ja, ich glaube, das ist der eigentliche Haupttäter. Er ist mittelgroß, etwa 50 Jahre alt, kleidet sich betont unauffällig und lebte wie der Chef immer in einem anderen Hotel. Ja, ich muss wirklich sagen, Ihre Organisation klappte vorzüglich. Aber diesen Specht, den müssen Sie verhaften, der kann Ihnen sagen, wer der Chef ist. Herr Specht konnte uns sogar sagen, wer Sie sind. Geben Sie schon. Holen Sie Herrn Specht.
Sie, Herr Specht? Geben Sie auf. Ja, jetzt ist es soweit, Chef. Lassen Sie das. Sie werden noch gebraucht. Sie werden uns einiges zu erzählen haben. Isa 12. Hier Isa 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. Isa 12 fährt. Richtig. Sie da? Stecken Sie mich. Ich schrei ja schon seit 10 Minuten, aber es rührt sich ja keiner. Und das kann noch nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ja, jetzt sowas. Sagen Sie mal, wie haben Sie denn das überhaupt gemacht? Gar nichts gemacht. Auf ihn habe ich gedrückt, wie immer. Und auf einmal tut er runter und er steht. Sie, da müssen Sie ihn ganz ruhig verhalten. Da darf er sich nicht bewegen. Sitzen Sie ihn lieber da hinten auf das Bankerl. So. Ja, und was ist jetzt? Da kommt niemand. Sind die alle fort heute? Sie, wenn Sie mal doch auf Alarm drücken, hä? Das war ja mein erster Hand. Der ist noch nicht richtig standen, da habe ich schon Alarm gegeben. Aber es hat ja nichts genutzt. Wenn man doch lieber die Funkstreife ruft. Jetzt rufen Sie erst einmal ein Bingerlein. Der ist ja schließlich verantwortlich für das Haus. Tut mir leid, das kann ich nicht. Was können Sie nicht? Ich rede doch nichts mehr mit dem Birlein, seit wir den Ärger gehabt haben mit dem Keller. Wissen Sie es nicht mehr vor einem halben Jahr? Ja, aber das darf doch jetzt keine Rolle nicht spielen. Wo ich da herinsitze und kann nicht vorne und nicht zurück, das müssen Sie doch einsehen, oder? Ich habe eine Idee. Ich hole jetzt die Frau Bauer. Die redet ja noch mit Birlein. Halt, die Frau Lämmert. Die muss doch auch daheim sein. Was ist denn? Ja, sie kommt's nicht! Die muss daheim sein, die wollte doch heute Nachmittag backen. Jetzt höre ich was. Ja? Grüß Gott, Frau Lämmert. Möchten Sie nicht der Frau Wert einen Gefallen tun? Die sitzt im Lift und kann nicht mehr raus. Der Bierlein soll kommen. Was ist passiert? Der Aufzug ist stecken geblieben und die Frau Wert kann nicht mehr heraus. Ja, da schau her. Ja, Freilich, da gehe ich gleich einmal. Was meinen Sie? Sie wissen doch, was für einen schlechten Kreislauf ich habe. Keinerlei Aufregung, hat der Doktor gesagt. Und jetzt muss das ausgerechnet mir passieren. Ja, jetzt regen Sie ihn noch nicht auf, davon wird es auch nicht besser. Um Gottes Willen, schon halb vier.
Und um 3:45 war ich angemeldet. Beim Doktor? Ja, beim Friseur. Aber Sie wissen ja, was ist, wenn man nicht pünktlich ist. Macht's früher nicht. Er kommt gleich. Er hat sich schon schreien hören. Warum es keinen Alarm gegeben haben, hat er gefragt. Ja, aber das war doch das Erste, was ich gemacht habe. Wo bleibt er denn dann so lang? Na, wo bleibst du denn? Ach, grüß Gott, Frau Wert. Herr Bierlein. Ja, das schaff ich. All das ist jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr passiert. Einen Moment. Drücken Sie mal nacheinander auf alle Knöpfe. Nacheinander, gell? Das Licht brennt. Das kann's nicht sein. Ich schaue mal nach die Sicherungen. Das fällt mir jetzt ein. Jetzt, wo er rum ist. Na, ich hab's ja doch gleich gesagt, dass er nichts versteht. Wissen Sie es nicht mehr vor einem halben Jahr? Daisy, sagen Sie auch, dass in dem Haus nicht alles in Ordnung ist. Und wissen Sie, woher das kommt? Der hat ja noch nie was verstanden. Saufen tut er wie ein Loch. Was? Na, das wissen Sie gar nicht. Jedes Mal, wenn ich zum Fenster nachschaue, schickt er das Annamel oder ein Peppi vor ans Eck um ein Mass. Das muss sich ja auswirken. Ich glaube auch. Der heißt nicht umsonst Billein. Also ich rede ja nichts mehr mit ihm, nicht? Seit er vor einem halben Jahr im Keller. Ah! Was schreist denn so? Was passiert? Bewegt hat er sich. Was? Bewegt? Ja, freilich. Hast du das nicht gesehen? Mein Lieber, jetzt wird's mal aber 2 Jahre. Ob das der Bierlein war? Vielleicht bewegt er sich noch einmal. Nein, ich glaube, Sie rufen doch lieber an. Der kann ja jeden Mal auch nicht runterfallen. Okay, ich sag's ja. Oh, ja. Gut, wir schicken einen Wagen. Der nächste Wagen zur August-Schober-Straße. Hier ist das 12. Richtig, Isa 12. In der August-Schober-Straße 17 werden Sie erwartet. 3. Stock, Albert. Eine Hilfeleistung. Verstanden. Die August-Schober-Straße ist Einbahnstraße. Da musst du über den Finkenplatz. Das Erste, was ich höre. Was hast du denn? Und bist du zu Kärnte? Also, da muss irgendwo ein Kurzer drin sein. Siegelung hat es immer wieder raus. Na und? Ist das vielleicht ein Wunder? Da steht's ja. Baujahr 1907. Ja, aber die Sicherungen sind vollkommen neu. Sie wollen sich vielleicht jetzt einen schlechten Witz machen, hä? Die Situation ist ernst genug. Na, aber die Polizei wird ja gleich da sein. Polizei? Ja, glauben Sie vielleicht, die Frau Wert kann da drin bleiben, bis der Aufzug von allein wieder geht? Ja, was will denn da Polizei? Das ist doch Sache der Feuerwehr. Feuerwehr? Dass ich nicht lache. Sehen Sie irgendwo ein Feuer, Frau Lehmann, hä? Das ist ein ganz ein altes Klump, ist das. Da gehört die Baupolizei verständigt. Das ist meine Meinung. Die können Sie ruhig verständigen, da haben wir gar keine Angst. Weil erst vor 6 Wochen einer da war, der alles ganz genau angeschaut hat. Und der hat gesagt, dem Aufzug fehlt überhaupt nichts. Ja, wenn Sie mir das nicht glauben, dann... Verzeihung, aber ist bei Albert niemand da? Ja, hier, Herr Wachmeister, kommen Sie nur rauf. Ich war ja schon drunter bei der Sicherung. Also die Sicherung ist draußen, haben Sie gesagt. Ja, die haut sie wieder nach. So, da mal ruft Feuerwehr an. Feuerwehr? Das können Sie gleich da herum machen, Herr Wachtmeister. Bei der Frau Albert, da brauchen Sie erst die ganze Treppe wieder runter. Ach, sehr freundlich. Sie, das ist vielleicht schon das 2. Mal, dass wegen Ihnen bei mir telefoniert wird. Um Ihnen Geld brauchen Sie keine Angst nicht haben. Die 40 Pfennig zahle ich Ihnen sofort. Wissen Sie, die macht nämlich gerne mal einen Schmuh, wenn man nicht aufpasst. Aber jetzt suche ich Ihnen gleich die Nummer raus. Na, von der Feuerwehr sollte man die Nummer ja eigentlich auswendig wissen. Nicht? Amrowski, Funkstreife. In der August-Schober-Straße ist ein Fahrstuhl stecken geblieben. Ja, wenn ich Ihnen sage, Herr Wachtmeister, glatt abgerissen war das Seil. Hm. Herrschaftszeiten, wenn ihr jetzt noch wisst, wie der Ort heißt, wo mein Neffe allerweil hinfahrt zum Skifahren. Die Dolomiten war es irgendwo. Hm. Und er hat ein Mordsglück gehabt, weil er gerade nicht drauf gesessen ist. Na und? Hat's Verletzte gegeben? Freilich hat's Verletzte gegeben. Mein Neffe hat's ja selber gesehen. Aber wissen Sie, das darf einem ja nicht wundern. Denn der Aufzug, der ist ja schon, der ist ja wesentlich älter wie ich. Und Sie, das ist auch nicht das erste Mal, dass er stecken bleibt. Glauben Sie nicht, dass da die Baupolizei auch einmal ein Wertel zum Mitreden hat? Ja, ich geh mal schon runter und sag Bescheid. Ja, ich komm dann auch gleich. Wissen Sie, das Schlimme ist ja, ich habe einen ganz schlechten Kreislauf, sagt der Doktor.
Ich spüre es ja selber auch, wenn ich aufwache in der Früh. Also ich sage Ihnen, alles ist eingeschlafen, wie abgestorben. Und jetzt diese Aufregung dazu. Nee, da wäre es aber ausschauen morgen in der Früh. Jusser, Chauffeure, da wäre es heute nichts mehr mit den Haaren. Ja, wissen Sie, ich war nämlich um 3:45 angemäht beim Friseur. Na, Sie wissen es ja, wenn man da nicht ganz pünktlich ist, dann macht es das Lehrmädel. Da oben im dritten Stock steckt er, aber passt das auf, da sind ein paar Damen oben, die reden wie ein Loch im Bauch. Isa von Isa 12. Kommen 12. In der August-Schober-Straße ist ein Fahrstuhl stecken geblieben. Feuerwehr ist bereits eingetroffen. Wir geben abschließenden Bericht. Verstanden. Ja, wer hat noch einen Schlüssel zum Aufzugsmaschinenraum? Ich hab mir doch dabei. Ja, da gehen wir gleich runter. Ja, komm mal. Ja, wo geht's denn hin? Der Aufzug wird jetzt in Handbetrieb raufgezogen, damit's wieder rauskommen da. Ist das nicht recht gefährlich? Wenn es das Seil da auch reißt. Sie wissen ja, was meinem Neffen passiert ist. Bring Sie ihn nicht auf, der Fall wird in 2 Minuten erledigt sein. Wir werden es ja sehen. So, ich gehe jetzt auf und wenn ihr ruft, dann dreht sie auf, aber langsam, gell? Und Sie gehen da am Brems her. Sieht das so, Gina? Lang hält das Feld da herin nicht mehr aus. Was riecht denn da so? Da ist doch was angebrannt. Ja, schmort da vielleicht ein Kabel. Hickel, das wird ja nicht mein Kuchen sein. Freiberger, hören Sie mich, Herr? Auf geht's! Auf! Weiter! Nur auf! Nur ein Stück, 20 Zentimeter noch! Weiter! Weiter! Nur Rückgang! Mein Gott, bin ich froh. Ach, da macht man vielleicht was mit. An was hat jetzt das eigentlich gelegen? Da müssen Sie einen Inspektor fragen, das weiß ich nicht. Also ich sage Ihnen auch vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ja, aber wir zwei, wir sprechen uns doch. So eine Unverschämtheit. Sie meinen wohl, wir sind blöd? Wenn Sie einen schicken, dann schaffen Sie es vielleicht noch. Was schaffe ich noch? Ja, meinen Sie, müssen nur zum Friseur? August Schoberstraße hat die Feuerwehr den Lift wieder in Ordnung gebracht. Wir sind somit wieder einsatzklar. Verstanden, Isa 12. Weißt du, an wen mich die eine erinnert hat? Nee. An meine Schwägerin. Die hat genau so ein Mundwerk. Möchte wissen, wann die Luft holt. Ja. Und dabei soll ich mal wieder höflich sein. Hast du nicht mal gesagt, die Berliner reden so viel? Heute habe ich das bestimmt nicht gesagt. Ah. Sag mal, was ist mit dir los? Spinnst denn du? Nein, das ist bloß wegen meiner Frau. Langsam doch nicht so spät auf diesen Lappen. Halt, halt! Wo willst du denn hin? Horn möchte ich, Horn! Was? Horn möchte ich! Ja. Das ist aber nett. Geh helf mir so ein bisschen, Herr Wachtmeister. Ja, ist das geht das halt schwer. So, ja, und jetzt? Ja, jetzt fahr ich heim. Ja, jetzt fahren Sie gar nicht heim. Steigen Sie doch. Sie wissen ganz genau, dass Sie in den Zustand nicht fahren dürfen. Ja, wenn ich Auto fahren darf, dann war es ein Zustand. Ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist gleich, ob Auto oder Fahrrad. Oder wollen Sie lieber eine Anzeige, hä? Herr Wachtmeister, haben Sie doch ein Herz. Also, runter jetzt. Ja, haben Sie doch ein Herz, Herr Wachtmeister. Schauen Sie, die paar Schritte, wo ich heim hab, gell? Wo mir das Fahren heute so schwer, wo mir das Laufen so schwer fällt. Ja, also, nachher, wo wohnen Sie denn? Gleich da hinten, da hinten. Ja. Da sind 10, 20 Meter. Also gut, ich bringe ihn heim. Und das Radl, das schieben wir da. Das ist aber nett. Da wird meine alte Freude haben, wenn mich die Polizei heimbringt. Grüß Gott. Na? Der Boy. Na und? Das ist mein Boy. Ah. Könnt den bitte schön wieder haben. Du weißt doch, dass du auf der Straße nicht Fußball spielen darfst, ne? Warum gehst du nicht auf den Sportplatz oder irgendeinen anderen Platz? Da kommt doch fast nie ein Auto lang. Die Straße muss man mal zeigen, wo nie ein Auto vorbeikommt. Und im Hof? Da kommt aber der Sedlmeier und haut uns raus. Wer ist denn das, der Sedlmeier? Der Hausmeister. Ist was? Also, tut mir leid, aber auf der Straße Ball spielen ist nicht. Hier hast du deinen Ball. Da wundert man sich, dass es im Fußball keinen Nachwuchs gibt. Aber den Kindern schon das Primitivste verboten wird. Musik
nur ein kleiner Bub war. Mhm. Da haben wir unseren Fußballplatz direkt um Dicken rum gehabt. Du weißt, wo wir gespielt haben? Nein. Auf der Straße natürlich. Wir waren allerdings nicht so blöd, dass wir uns von einer Schande erwischen haben lassen. Mein Gott, das waren noch Zeiten. Dafür bist du heute selber Schande. Und was glaubst du, mein Schosch? Der darf selber nur am liebsten auf der Straße spielen. Aber ich muss ihm das natürlich verbieten. Die Leute in der Straße, die kennen uns natürlich. Das ist egal. Na, dann fahren wir eben, komm. Dieser 12 steht Maria Hilfplatz. Dieser 8, sind Sie wieder klar? Wir warten noch auf das Unfallkommando. Richtig. ISA 4? Noch nicht wieder einsatzbereit. Also gut, ISA 12, fahren Sie Königinstraße. Bei der Tierklinik werden Sie erwartet. Eine Hilfeleistung. Verstanden. Na, das wäre ja nicht die erste Hilfeleistung heute. Axel! Axel! Axel, kommen Sie doch mal her! Axel, wissen Sie, dass wir jetzt genau seit 4 Minuten auf Hilfe warten? Ich habe jedenfalls angerufen. Na und? Sie sehen doch. Ist, auf jeden Fall ist das nicht meine Schuld. Aber Ihre Schuld ist, dass das Händchen weg ist. Nein. Da kommen es. Wie bitte? Der Funkstreife. Grüß Gott. Wo brennt's denn? Brenner ist gut. Aber was ist denn da los? Händchen ist weg. Händchen? Der Hund von der Gegend, klar. Ich verstehe noch nicht. Grüß Gott, meine Herren, stellen Sie sich vor, Hänschen ist ausgerissen. Ach, Hänschen ist Ihr Hund? Ja, natürlich. Er hat jeden Tag zwischen 2:30 seinen Auslauf und heute ist er einfach entwischt. Ja, haben Sie ihn denn nicht an der Leine gehabt? An der Leine kann er nicht. Was? Was kann er nicht? An der Leine kann er nicht machen, verstehen Sie? Ach so. Da sollen wir jetzt ein Hänschen suchen. Wir haben beinahe 5 Minuten auf Sie gewartet. Naja, wir waren ein bisschen weiter weg und das gehört ja nicht zu unserem Revier, ne? Ist er das vielleicht? Hänschen! Wann hast du das ein Hänschen allein erwischt? Das Viech, das bring ich noch mal um. Geh weiter, da wollen wir fahren wieder. Auf Wiedersehen. Bitte 12. In der Königinstraße ist einer Dame ihr Hänschen entlaufen. Der Hund der gnädigen Frau. Das Tier hat sich wieder eingefunden. Richtig, ISA 12. Fahren Sie dann zur St. Johannsa-Straße. In der Tankstelle befindet sich der kleine Junge, der von zu Hause weggelaufen ist. Der Junge ist abzuliefern in der Haberlandstraße 12. Verstanden. Was denn für ein Bub? Ah, wie du vorhin noch beim Aufzug warst, da haben sie durchgegeben, dass ein 3-jähriger Junge mit seinem Hund von zu Hause abgehauen ist. Die Eltern haben die Polizei benachrichtigt. Erster Hund, jetzt ein Bub und wieder ein Hund. Also fahrt's hier. Mit. Ich hab bei mir meinen Raum eingeschlossen, damit er nicht wieder entwischt. So, wo haben Sie denn gefunden? Ich habe einen großen Hund gesehen. Wie ich genauer hinschaue, dann geht hinter dem Hund ein kleiner Bub nach. Na, und ganz fest hat er sich eingehalten. Der Hund geht größer als der Bub selber. Wenn man eine Frage, wo er hin will, dann sagt er spazieren. Ich habe dann bei der Polizei nachgefragt, wo ein Kind fehlt und tatsächlich. Da wollen wir uns den Ausreißer mal ansehen. Ne? Da ist er drin. So. Da. Na, komm mal her. Na, also, komm schon her. Na, komm mal her. Na, komm schon. Wie heißt du denn, hä? Stefan. Stefan heißt du. Stefan. Weißt du auch, wo du wohnst? Willst du mit uns Auto fahren? Also komm, da fahren wir. Wir werden den Eltern ihre Adresse geben, damit sie sich bedanken können. Na, ich hab selber einen Pum, ich weiß schon, wie das ist. Also, Wiederschauen. Komm, Stefan, komm. Komm beim Onkel sitzen, gell? Jetzt hier rein. So ist fein. Ah, ISA 12 auf dem Weg zur Haberlandstraße. Richtig. Haben Sie die Eltern verständigt? Die Mutter erwartet Sie bereits. Richtig. Hast du auch schon mal telefoniert, hä? Ja? Hat dein Vater auch ein Auto? Ja. Ja? Hat der auch ein Telefon drin? Ja. Ja? Ja. Na, das ist ja fein. Ja.
Hast du noch Schwestern oder Brüder? An dir. So, wenn ich bitten dürfte. Ah, ist der Kleine immer so unternehmungslustig? Nein, er ist noch nie weggelaufen. Vielleicht hat ihn der Hund verzogen. Der Bursche war ja noch mein einziger Trost, als ich gemerkt habe, dass der auch weg ist. Der Bursche ist mit dem Stefan zusammen aufgewachsen und lässt ihn nie aus den Augen. Tankwart hat das Pärchen gesichtet. Kann ich vielleicht die Adresse haben? Ich möchte gern... Ja, das gern... war die Tankstelle in der St. Johannsestraße. Da wird mein Mann nachher gleich vorbeifahren, wenn er nach Hause kommt. Und kann ich Ihnen vielleicht irgendeinen Gefallen tun? Ja. Indem Sie ein bisschen besser auf Ihre zwei da aufpassen. Also dann für Gott. Da können Sie sicher sein. Und noch vielen Dank. Ja, bitteschön. Diese von 12, wir haben das Kind und den Hund in der Haberlandstraße abgegeben und sind wieder einsatzklar. Richtig. Ja, das war doch was für die, Mann, ja? Ja, das mit dem Hund, der Hund. Ach, von Hunden habe ich heute die Nase voll. Du, jetzt reicht's mal, aber, gell? Vielleicht kannst du schon bald mal verraten, was mit dir heute überhaupt los ist. Ja, das ist wegen meiner Frau. Wieso? Ich stunk daran. Was, im Gegenteil. Aber die fühlt sich nicht wohl. Die ist nicht richtig auf dem Posten, weißt du? Das geht schon eine ganze Weile so. Ja, wieso? Ist krank? Na, krank kann man auch nicht sagen. Habst du denn keinen Doktor, den du fragen kannst? Die geht doch zu keinem Arzt. Die sagt, ich gehe ja auch nicht, wenn ich krank bin. Ja, das kenne ich ja. Du, warte mal. Was denn? Da siehst du das Telefonhäusl. Da ruft er mal oder ran. Ja, es hat eine Zeit bis nachher. Was, jetzt heute mal? Ja, und jetzt rufst du. Du bist wenigstens beruhigt. Meldet sich keiner. Vielleicht ist es nicht daheim. Nee, ich hab das Gefühl, dass was passiert. Bleib du am Wagen. Ich soll den Kleber mit aufgehen. Hast du weg? Ich hab angerufen. Ist niemand rangegangen? Ja, ich war beim Arzt. Na, was hat er gesagt? Ist schlimm? Oh, ich find's eigentlich nicht so schlimm. Wieso, was ist? Nein. Im Ernst? Alois! Ja? Komm mal rauf, aber schnell! Sag mal, haben wir nicht noch eine Flasche Sekt gehabt? Aber du hast doch noch Dienst. Na, wenn das kein Grund ist, machen wir am Alois auf. Mhm. Grüß Gott, was ist denn los? Alois! Stell dir vor, ich bin der Vater! Aber Herbert, doch nicht mit den Gläsern!